So, ich tue mal gleich einmal zum Dank als erstes. Mit Audio dann. Schaltet um. Jetzt sehe ich mich. Dann ist gut. Und jetzt hast du, das ist ja Ja. dein Buch. Wir wollen Genau. uns jetzt einmal ein bisschen unterhalten über die Singularitäten. Was sind Singularitäten? Dieses Radix-Sinn haben wir ja im Deutschen zum Beispiel schon in dem Wort des Sinns mit Doppel-N oder wir sind. Das heißt Sinusöffnungen. Und ich habe da oft darauf hingewiesen, es ist ein enklitischer Partikel von NE. Und da haben wir hier schon das Problem des zwanghaften chronologischen Denkens. Das heißt, wenn ein Gegendal, und wir wissen GG, das Ausgedachte, die ausgedachte Welle und Ed, die augenblickliche Erscheinung, gegenseitig ist. Das heißt, eine Welle hat ein Teil, wir nennen das einen Wellenberg, und hat dann etwas als Augenblick, etwas Gegenseitiges. Und jetzt kommt hier dieses vorhergegangen ist, was natürlich auch wieder schön ist, wenn ich was da, das HR-Berg heißt. Das ist der Wellenberg. Vor dem Wellenberg kommt eigentlich das Wellental, aber nicht chronologisch. Darum heißt VOR, heißt bistabil erweckt. Bist dabei, Holger? Ja, ich bin dabei. Okay. Das heißt also mit dem Vorhergegangenen. Wir haben hier ein Vorher-Nachher, das in Wirklichkeit gar nicht gibt, wenn wir unsere sogenannte horizontale, longitudinale Denkweise von der Vergangenheit und Zukunft, ich das nenne, in die Transversale drehen. Dasselbe hast du, sobald du das in die Transversale drehst, dieses lateinische Wort Q will ich kurz erwähnen, ich habe das oft gesagt, das ist affin aufgespannte Existenz, haben wir dasselbe, dem folgenden Wort dient zur Form geworden Armreihung an das Vorhergehende. Das ist im Prinzip dieselbe, immer das Problem vorher, nachher. Jetzt, wie sieht es aus, wenn ich spreche, ich stehe vorm Spiegel und ich schaue das hinterm Spiegel an. Dann stelle ich plötzlich fest, dass das nichts mehr mit einer chronologischen Reihenfolge, sondern mit einer Hierarchie zu tun hat. Hier haben wir wieder das Wort Hieros, denke, das Heilige. Das Heilige ist aber der Spiegel selber, der aufplatzt in einen vorm Spiegel und hinterm Spiegel. Okay? Das ist also unser Sinn, eine Singularität, und das Gull haben wir ja die Radix hier bei Gull, haben wir das sich wälzen. Das Drehen, GR heißt Generation auf Hebräisch. Ich kann es nicht oft genug sagen. Eine Generation ist immer eine Eheexistenz, eine Quintessenz, aus der zwei Wahrnehmungen herausspringen. Was vielleicht noch interessant ist, wenn ich den Sinn noch mal kurz mache, dass das ein klidischer Partikel, ein Einzelteil, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, von NE ist, und wir machen jetzt hier diese existierende Augenblick, wirst du feststellen, dass du zwangsläufig zu einem Bewegtbild kommst. Das sind die ständig wechselnden Bilder auf deinem Bewusstseinsmonitor. Und dieses Bewegliche ist ein ständiges Schwanken, ein Auf und Ab, ein sich hinher und hinher bewegen. Aber das ist ein rein gedanklicher Akt. Letztendlich ist es nur ein ständiger Wechsel von Einzelbildern. Wenn wir das jetzt haben, hören wir uns das ein wenig an. Ich gehe hier übrigens diesen Ereignishorizont. Interessant in der Physik, ich will da gar nicht reinlesen. Da haben wir schon wieder unsere Affinität. Das Kopf ist null geladen. Da steckt das Schwarzschildmetrik. Man kann hier etwas mehr nachlesen hier in dem Selbstgespräch, die Physik im Nullpunkt Gottes. Da gehe ich etwas genauer drauf ein. Verknüpft es ein wenig geistreicher. Das baut immer auf diesen Wikipedia-Einträgen auf, die dann aber wirklich geistreich verdeutscht werden. Können wir uns dann kurz einfach reinreden, was wir jetzt vorneweg machen? Wir hören uns jetzt einfach einmal einen Fachmann an über Einsteins Singularitäten. Und das ist sehr spaßig, wenn wir uns das mit der Vordersprache anhören. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen im Studio von Hyperraum TV. Der Hyperraum TV. Jetzt ist dieses über dem Raum hinausgehend. Dieser Hyperraum ist eigentlich ein Traum, ein Hypertraum. Und dieses Über, die griechische Radix, ich hole es jetzt nicht her, heißt genau genommen, obwohl ich würde zu weit jetzt ausholen. Lassen wir das mal weiter. Wir sind immer noch im Schwerpunktthema der schwarzen Löcher. Wir sind im Meer noch. NO-Chat oder N-Chat heißt ruhen. Wir sind immer noch im Schwerpunktthema. Und in dem Schwer haben wir schon das Schwa. Und das schwarze Loch mit drin. Die Schwa-Radix auf Hebräisch heißt das dann mal ein Nichts.
Shin, W, und wir machen jetzt das Schwa oder Schwä, Alef, Elef, wenn wir uns das hersuchen, ist es erst einmal die Leere, eine Nichtigkeit. Eine Nichtigkeit, eine Leere, das Schwa ist auch ein Vokalzeichen im Hebräischen, eine gewisse Punktierung. Mhm. Und dann wird aus dieser Nichtigkeit wird das Unheil. Aufgespannte Existenzen sind aber immer heil, solange du weißt, dass Plus Minus immer gleichzeitig da ist. Ja. Wir können jetzt das erst einmal im Logos verbunden und eine logisch aufgespannte Schöpfung. Es springt alles Kreatio ex nihilo aus diesem Nichts. Egal, was andere Menschen auch behaupten mögen, du bestimmst, du ist jetzt blau gelesen, das ist der Intellekt, der Mensch, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Und genauso wie du es bestimmst, lasse ich OBS in deinem Traumbewusstsein für dich kleinen Geiz als einseitige Wahrheit in Erscheinung treten. Du bist also der Herr über alle Wahrheiten und Lügen und du bestimmst doch, was die Wahrheit und was die Lüge ist oder etwa nicht. Aber bestimmst es du Geist oder bestimmt es der Intellekt, den du zum Denken benutzt, dein blaues Ich? Aber heute geht es ums Eingemachte. Ab heute. Was ist heute? Das ist... Hier ist, ne, der Tag. Hayom. Ich mache jetzt der Tag, das hebräische Wort für der Tag. Und das ist das hebräische Wort für heute. Heute ist der absolute letzte Tag deines Daseins und der erste. Und heute geht es ins Eingemachte. Mhm. In das Nichts, in das Nichtvorhandensein, das du selbst bist, und das ist GE Quadrat, ist die Macht. Mhm. Du hast dann die absolute Macht, wenn dir nichts mehr etwas macht. Sogenannten Ereignishorizont. Science-Fiction-Autoren hat dieser Ort schon zu zahlreichen spannenden Geschichten inspiriert. Was an diesem Ort wirklich vorgeht, werden wir nie beobachten können. Und immer daran denken, der Ort ist letztendlich der doppelt aufgespannte Ort, das Wort. Und zwar das Zentrum von dem W. Schau das kleine Bild unten an. Das ist der Ort, wo es hingeht. In dieses Nichts aus dem Plus und Minus herausspringen. Wellenberg und Wellental. Unser Spiegel, unser Reih, unser Wasserspiegel symbolisiert. Das hindert Theoretiker aber nicht, sich diesem Ort weiter zu nähern. Die Geschichte der unsichtbaren Schwarzen. Normale Physik, alles. Vor nichts hat man mehr Angst wie vor dem Nichts. Das heißt, am meisten Angst hast du vor dem, was du selbst bist. Obwohl geistreich, die sehen, dass ja folgendermaßen ist, dass nichts nicht zerstört werden kann. Es kann nicht vernichtet werden. Dieser tausendfach von mir erwähnte Begriff der Energie in der Einstein-Formel, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann, weil sie immer ist. Und nicht irgendeine Vorstellung, etwas Ausgedachtes, was Existierendes. Geist kann nicht existieren. Er ist die Quelle für alles, was zu existieren beginnt. Und da hat die Physik Angst davor, weil Physik ist reiner Materialismus. Im Anfang war die Materie, im Anfang war das Universum. Dann landen wir irgendwann beim Urknall, der ja als ein symbolisches Nichts gesetzt wird, aber zwanghaft, ganz nichts kann der Urknall ja nicht gewesen sein, sonst hätte er nichts draus entspringen können. Immer wieder die Widersprüche und ich zeige dir jetzt diesen massiven Fehler. Löcher begann damit, dass der Atomphysiker Karl Schwarzschild... Wir haben jetzt den Karl Schwarzschildscher... auch schon in den Namen Shin, Schwa, den haben wir gerade schon gehabt hier. Ja. Die Nichtigkeit und dann kommt ja RZ. Die Geburt an der Berechnung. Wir haben eigentlich das Nichts, das ist ja da vorne noch dran, das Schwa, die Leere, die absolute Nichtigkeit, das Schwa und dann kommt das RZ. Das machen wir jetzt blau. Das ist jetzt die Berechnung einer Geburt. Und jetzt interessant, das sind Bruchstücke. Ein Bruchstück, jetzt will man das hebraisieren, kriegen wir, Beruch heißt im Geist, rot gelesen, beziehungsweise im Zentrum der vier Weltgegenden, das Ruch. Und in dem Moment, wo dann eine berechnete Geburt beginnt, einer Gedankenwelle, kannst du jetzt schon lesen, Licht auf, und es wird was erweckt. Und es beginnt jetzt zum Laufen, zum Aufgehen und in einem ständigen Rehen. Alternieren, rehen, die Niere auf Lateinisch, ein Rehen von diesen zwei Existenzen, in dem Zentrum steht die Energie. Kannst du folgen? Ja, ich bin dabei.
Schon 1900. Heinz Schenillet haben wir vergessen. Das macht passiert praktisch hier in der Logik des Kindes. Jetzt ist natürlich dieses Schild, wissen wir, im Hebräischen heißt ja der Morgen. Genau. Davids. Jetzt sind wir in den vier Weltgegenden, weil dieses Schild mehr oder weniger der Davidstern ist. Das ist dieses Skelett, da steckt die Physik mit drin, der Morgen David. Das ist, letzten Endes ist das hier das Beruch. Du sitzt in diesem Ruch, in diesen vier Weltgegenden, was auch der Geist selbst ist. Darum ist das Geist auf der einen Seite rot gelesen und man nennt es allgemein die Himmelsrichtungen, aber genau genommen heißt es die vier Weltgegenden. 116 konkret berechnete, wo es in der damals neu vorgestellten... Man achte drauf, es wird immer alles berechnet. Aufbauend auf einer Grundannahme, auf einer These, auf einer Theorie, hat sich die ganze Physik, die Quantenmechanik, die Relativitätstheorie, bis zurückgehen zu Newton, natürlich wechselt es dann immer wieder mit Normierungen, hat sich wo hineingerechnet. Ich sage, das ganze arithmetisch-physikalisch aufgebaute Weltbild ist ein riesengroßes arithmetisches Kartenhaus. Das einzige Problem, die unteren Karten sind erstunken und erlogen. Das heißt, wenn du das erkennst, bricht das ganze Kartenhaus dieser Physik, der Naturwissenschaft des zweiten Jahrtausends komplett zusammen. Wir leben jetzt am Anfang des dritten Jahrtausends. Ich sage immer, erstes Jahrtausend ist These, zweites Jahrtausend Antithese und das dritte Jahrtausend ist die Synthese. Einsteinschen allgemeinen Relativitätstheorie zu sogenannten Singularitäten kommt. Bizarre. Sinus, die Conditio sine qua non, ist, dass du eine Welle hast, das Gold, der Geist wird zu einem aufgespannten Licht des Ari. Und das, was der Ari tut, sind Fakten. Das sind die Daten des Aris. Und ich rede immer wieder, ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Das ist das erste große Problem, das ich immer nur darauf hinweisen kann, solange du glaubst, dass ein Gedanke, den du jetzt denkst, das heißt letztendlich einmal vereinfacht gesprochen, in dem Moment, wo du in dir durch Denken eine Information in dir aufschmeißt, eine Gedankenwelle, dass du glaubst, du hättest mit dieser Gedanken, den du denkst, nichts zu tun und dass das, was du denkst, unabhängig von dir auch irgendwo anders existiert, wenn du nicht dran denkst. Es ist der Glaube, dass du glaubst, dein Gedanke existiert auch dann, wenn er nicht gedacht wird. Oder noch schlimmer, chronologisch gedacht, denk wieder Sinn, weist immer auf ein vorhergehendes hin, das aber jetzt gedacht wird. Die Vergangenheit, die du jetzt denkst, diese Information, ist niemals in der Vergangenheit gewesen, sie ist hier und jetzt, weil du es denkst. Punkt. Das ist der ganze Schlüssel, der Weg in deine Freiheit, dass du das zu erkennen anfängst. Und du merkst jetzt schon, es steckt in den Wort Singularitäten eigentlich schon alles drin. Ja. Da ist der Sinus, wir sind als ausgedachte Menschen Gedankenwellen, Gull. Dieses Gull nochmal heißt Wälzen. Wenn ich es jetzt hebräisiere, die ganzen Radix mit GL. Das ist erst einmal ein Verwaltungsbezirk, macht im ersten Moment nicht viel Sinn, macht aber sehr viel Sinn, wenn ich die Vorradix kenne, heißt verbinden bzw. verstreuen, dann habe ich einen doppelt aufgespannten Gott. Ja. Dann Erscheinungen sind aufgespannte Existenzen in einem geistigen Bewusstsein und das passiert im Zirr. Zirr ist der Dreh- und Angelpunkt. Ja, super. Z-I-R. Das, wenn die, umso mehr du die Vordersprache verstehst. Und dann wirst du feststellen, dass das auch die Achse ist und die Angel. Und Angel, englisch gelesen, ist der Angel. Und da hast du jetzt schon, können wir wieder aufteilen, der Schöpfer ist letztendlich existierend, wird er zu einer Welle. Ja, genau. Okay, man kann viel. Existenz im Gehirn ist immer was Hochgeschmissenes. L mit 70 gelesen. Ich habe jetzt viele Möglichkeiten, du kommst aus diesem System nicht raus. Und darum ist es auch die Reihe des Engels, ein Wehen, dann ein Malen von Gott. Ja. Existieren viele, viele Möglichkeiten. Das ist hier der Zirr, der Dreh- und Angelpunkt. Singularitäten. Und die Däten, die dort, das sind die Fakten. Grenze zur beobachtbaren Welt von der Wissenschaft heute als Schwarz. Was ist die beobachtbare Welt? WED ist das der polare Rand.
Schildradius oder auch Ereignishorizont bezeichnet wird. Nach Einsteins Lehre bewegen sich die Teilchen dort mit Lichtgeschwindigkeit. Was ich immer wieder sage, Teilchen sind erst einmal hypothetisch ausgedachte Dinge, zeichnen mir Lichtteilchen, zeichnen mir Photonen. Aber was ich immer wieder sage, wenn du denkst, alles, du denkst in Lichtgeschwindigkeit, weil du selber ein Photon bist, als Geistesfunk. Und wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, nach der Einstein-Formel, existiert für dieses Teil nur noch ein Hier und ein ewiges Jetzt. Das wird jetzt übrigens dann gespiegelt dargestellt. Für den außenstehenden Betrachter, also für uns Menschen, scheint die Zeit stehen zu bleiben. Ein außenstehender Betrachter, es gibt keinen außenstehenden Betrachter. Der sieht, der wo was betrachten, der was sehen kann, ist immer der Mittelpunkt. Und sobald du dir einen Menschen ausdenkst, ist es ein Gedanke. Jeder ausgedachte Betrachter ist ein Gedanke, der von einem Geist ausgedacht werden muss. Achte genau auf meine Worte. Ja. Das ist schlichtweg und einfach, ob ich jetzt das ausgedachter Geist oder ob ich das Mensch oder ausgedachter Betrachter nenne. Es ist, egal wie ich es benenne, schlichtweg zuerst einmal ein ausgedachter Gedanke. Und es ist die Frage, kann mein Gedanke, den ich denke, was sehen? Ja, für mich wird es so sein, wie ich mir den Gedanken denke. Aber selbst wenn ich mir denke, dass dieser ausgedachte Geist, der ausgedachte Betrachter selbst was sehen kann, sieht er trotzdem nichts, auch wenn ich mir das einrede. Weil Gedanken nicht sehen können, die spüren auch nichts. Das heißt, Menschen sind jetzt Gedanken und ausgedachte Geister sind auch nur Gedanken. Das ist dieses absolute Nichts, das Nichtdenkbare, rot geschrieben, das erlebt das Ganze. Tatvamasi, das bist du. Und der Raum unendlich zu werden. Ich lasse das nochmal, weil ich da jetzt drüber geredet habe, achte genau, was kommt. Scheint die Zeit stehen zu bleiben und der Raum unendlich zu werden. Für den ausgedachten Betrachter scheint die Zeit stehen zu bleiben und der Raum wird unendlich. Die Zeit ist immer hier und jetzt. Und der Raum ist das ewige Hier. Aber das Hier ermöglicht unendlich viele Möglichkeiten, die du um dich herum ausdenkst, wenn du im Zentrum bist. Für Einstein war klar, dass seine Theorie an jenen exotischen Orten schlicht versagt. Lösen konnte Einstein das Dilemma jedoch nicht, das daher rührt, dass die Gravitation auf atomare Prozesse trifft. Ist das Schwarze Loch also unergründbar oder gibt es doch Möglichkeiten, ihm näher zu rücken? Das ist übrigens interessant, das Wort Möglichkeiten. Ich nenne das ja immer zuerst einmal die Möglichkeiten, die du hast, dass wir zuerst uns einmal unser MG anschauen. Der Zauber, der Zaubermeister, der Magier. Wenn wir da M dazwischen lassen, Gestalt geworden, aufgespannter Geist, kriegst du, du musst dich selber aufweichen, schmelzen, du musst zum Schwanken anfangen, die 200 Gramm rote Gnede muss in irgendeiner Form ständig sich schwanken, wogen, zerfließen. Geburt von Berechnungen. Und die Fliesen sind dann auch die Quadratflächen. Und du musst dann jede Facette lieben davon. Das ist erst einmal die Möglichkeit, dass du wieder in einen Heilungsprozess kommst. Das Thema meines jetzt folgenden Gesprächs mit Thomas Boller. Herr Boller, dass die Gravitationstheorie ungelöste physikalische Probleme aufwirft, ist ja nicht wirklich eine neue Erkenntnis. Das Problem jedoch zu lösen, ist aber offenbar eine Jahrhundertaufgabe. Es ist immer wieder das Problem. Zuerst müsste ich wissen, was ein Problem ist. Problem heißt das Vorgelegte. Du legst dir selber was vor. Und wie löse ich mich von einem Problem, indem ich einfach mir was Neues ausdenke? Versuch nie ein Problem zu lösen, sondern löse dich vom Problem. Die absolute Auflösung von einem Gedanken passiert in dem Moment, wo dieser Gedanke nicht mehr gedacht wird. Aber was du nicht verhindern kannst, dass dann zwangsläufig für diesen Gedanken automatisch der nächste Gedanke in Erscheinung tritt. Und zwar passiert dieses Spiel ohne Anfang und Ende im ewigen Hier und Jetzt. Anfang und Ende sich chronologisch auseinanderzudenken, das ist wie, wenn du dir einen Wellenberg und einen Wellental auseinanderdenkst, es ist immer jetzt in der Mitte. Das ist unsere Drehung in die Transversale, wenn du das Bild anschaust. Vorher und nachher ist eine Illusion. Es kann nur hier und jetzt gedacht und nur hier und jetzt erlebt werden.
In der Esoterik spricht man vom ewigen Hier und Jetzt, aber nur weil du von etwas sprichst, heißt es noch lange nicht, dass du das auch wirklich verstanden hast. Stimmt. Können Sie uns noch mal kurz erklären, wo das Problem liegt? Also was Singularität im Zusammenhang mit... Das Problem liegt zuerst einmal in dir selbst, in dem Zentrum dieser Singularität, im Zentrum des Sinus, und das ist die Nulllinie. Schwarzen Löchern bedeutet... Ganz nebenbei die Nulllinie wieder hebraisiert, Existenz sind aufgespannte zwei Lichter. Das geistige Licht, ich sage immer die Lampe im Projektor, und dann das illusionäre, ausgedachte Licht, das ist im Kino dann die Sonne und die Lampen auf der Leinwand vorne. Das sind diese einfachen Metaphern. Sobald du hier in einem Kino sitzt, und ich bleibe jetzt mal ganz normal, das sogenannte Lichtspieltheater. In Wirklichkeit wird es ein wenig komplexer, weil du ja VR-Brille auf hast, aber wir gehen jetzt mal in einer einfachen, ganz einfache kindliche Metapher. Sobald du in einem Kino, das kommt übrigens von Kinetik, das heißt Bewegung, sobald du dich in Bewegung setzt und du hast Bewegung auf der Leinwand, diese Bewegung ist schlichtweg und einfach eine Lüge. Es ist auch die Lichtquellen, die du siehst, ich sage die beleuchtete herrliche Landschaft, die von einer Sonne bestrahlt wird. Oder wir denken jetzt, du bist im Kino und dann fliegt ein Hubschrauber über New York nachts und du siehst diese Tausende und Abertausende von Lichtern in den Hochhäusern. Das sind keine Lichter, das sind Schatten auf der Leinwand. Darum ist auch schlichtweg irgendwann, was du begreifen, wenn du ein Engel, wenn du engelisch zu denken anfängst, dass das eigentlich auf der Leinwand engelisch gelegen Linnen ist, das Licht ist innen. Schau, A, D ist zuerst einmal, heißt Polar geöffnet. Ja. Außen, außerhalb, Polar geöffnet. Rot gelesen, inmitten, verbunden, geschlossen. Mhm. Die hebräische Radix beinhaltet Folgendes, ein abgetrenntes. Wir denken uns ja was aus. Okay? Das ist ja wie beim Baum der Ast, Balken. Bealt, ich mach das, könnte ich genauso, ich will, da müsste ich bloß weiter reingehen. In Gott ist unser Fundament, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Ja. Das ist aber immer eine Erfindung von dir, letztendlich ein geistlos nachgeäfftes Geschwätz. Ups, draufgedrückt. Das ganze Glieder, die Äste sind ja auch Glieder, das sind die Lieder, könnte ich sagen. Ein Glied, Gall beginnt mit Gall. Das sind die Wellen. Das ist auch Leinen und Leinwand. Das Licht musst du wieder einen. Das ganze passiert ist wie ein, die doppelt aufgespannt auf- und abschwingen. Licht ein und es fängt was auf zum Abschwingen an. Englisch dann Linnen, dieses Licht ist innen. Das, was auf der Wand eigentlich als Licht erscheint, ausgedachterweise, sind nur Facetten von dem Licht von der Lampe im Projektor. Darum ist es da außen auch Lüge, Lügen, das sind Lügner, das sind Schwätzer. Aber dann auch in einem gewissen Maß 2G. 2G ist GG und GG ist wieder GAG, ist ausgedacht oder als 32 gelesen, die Welle. Merkst du, du kommst aus dem System überhaupt nicht raus? Ja. Das kannst du aber nur verstehen, wenn du wirklich in irgendeiner Art und Weise anfängst, dich für dich selbst zu interessieren, für dieses absolute Nichts, das Wirklicht, das wirkende Licht in dir, das bist du Geist des Funken selbst. Rot, etwas, was nicht existieren kann als Ding an sich. Dieses Nihilo, Creatio ex Nihilo. Zwei Singularitäten bei Einstein. Das eine ist die Geschwindigkeit v gleich c am Ereignishorizont. Wenn Sie ein Teilchen einfallen lassen nach Einstein, dann erreicht es am Ereignishorizont Lichtgeschwindigkeit. Wir müssen da zuerst einmal darauf eingehen. Jetzt wirst du feststellen, diese Professoren, diese ganzen Physiker, die Mathematik in den letzten Selbstgesprächen, es ist ein einziges Retardieren. Du stellst es vor, du nimmst einen Computer und du gibst ihm den Daten ein und dann wird er exakt die Daten rezitieren, wieder ausgeben, die du ihm eingegeben hast. Und das ist mein Vergleich. Ein ausgedachter Computer und ein ausgedachter Mensch sind zweimal zwei verschiedene Symbole für ein und dasselbe geistige Phänomen. Beim Computer denkst du dir, Gehäuse, ein Computerchip,
eine gewisse Software in einer Komplexität mit Daten und Ausgabegeräte, Bildschirm, Lautsprecher. Beim Menschen haben wir dasselbe gespiegelt. Das nennst du dann bloß Körper, das nennst du Gehirn, das nennst du intellektuelles Wissen und dein darstellendes Bewusstsein. Es sind aber alles ausgedachte Dinge. Ich weiß, es ist, man muss durch diese Hindernisse, die jetzt deine Moral dir vorschreibt, das kann nicht sein und es, du hältst dich in dem Gefängnis fest. Du solltest dir nicht mehr allzu viel große Gedanken über deine Gedanken machen. Weil Gedanken immer nur existieren, wenn du an sie denkst und dann werden sie für dich genauso in dir erscheinen, wie sie von dir in Maßsetzung dieser geistlos nachgeäfften Logik sich, wie du dir das vorstellst, wie du dir das ausdenkst. Setze für das Wort Gedanken zum Beispiel Menschen. Das sind doch jetzt, egal an welchen Mensch du denkst, das sind doch jetzt nur Gedanken. Selbst wenn du an den denkst, der jetzt vom Computer sitzt, auch wenn du den jetzt sinnlich, als sinnlich wahrgenommene Information verspürst in einem gewissen Maß. Es bleibt eine Information, die nur existiert, wenn du das denkst. Was dabei immer unveränderlich dasselbe ist, ist der Geist, der träumt. Das bist du. Und das geht nach Einstein nicht, weil sie müssen dann unendlich viel Energie aufbringen, um das Teilchen auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Das sind jetzt schon so viele Widersprüche. Er sagt also, wenn wir uns das nochmal genau anhören, eigentlich sollte ich sagen, gehen wir nochmal, ich mache das. Die Physikbücher sind so voller Fehler. Ereignishorizont, wenn Sie ein Teilchen einfallen lassen nach Einstein, dann erreicht es am Ereignishorizont Lichtgeschwindigkeit. Und das geht nach Einstein nicht, weil Sie müssen dann unendlich viel Energie aufbringen, um das Teilchen auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, was nicht. Es ist also zuerst einmal, wenn du ein Teilchen auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigst nach der Einstein-Formel, das kann man ganz leicht sein. Also wenn du neugierig bist, die Grundvoraussetzung, um etwas Neues zu verstehen, ist zuerst einmal die Neugier. Aber die Schwierigkeit ist, ob ich jetzt programmiert werde und geistlos was nachplapper, wo ich mir eigentlich eingestehen muss, da komme ich nicht mit. Aber es reicht ja, wenn ich es an der Prüfung hinschreibe und dann kriege ich eine gute Note. Ich kann mir jetzt nicht verkneifen, nochmal zu wiederholen. Ich zitiere einen Nobelpreisträger. Bei einer Bewegung von einem Photon, das ist ja auch ein Teilchen, das übrigens ein Ausnahmeteilchen ist, weil ein Photon hat ist sein eigenes Antiteilchen, das hat eigentlich keine Masse. Darum bewegt sich ja das Einzige, was ich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen kann an Teilchen, sind ausgedachte Photonen. Alle anderen Teilchen passiert Folgendes, die haben eine Eigenmasse und um die auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, bräuchtest du unendlich viel Energie. Das ist das, was er hier erklärt. Aber ich bleibe bei dem Photon. Ich will die Schizophrenie nochmal klarstellen. Ich bleibe jetzt ganz normal auf den Zahlen. Ich zeige dir gerne das Buch, wo das drinsteht von einem Nobelpreisträger. Bei einem Photon von einer Bewegung nach A nach B zu sprechen, von hier nach hier, ist absoluter Blödsinn, weil nach dieser Formel der Relativitätstheorie für ein Photon als Ding an sich überhaupt kein Raum drumherum existiert, weil alles in einem Punkt zusammenfällt. Komma, und er spricht weiter, selbstverständlich bewegen sich Photonen mit Lichtgeschwindigkeit. Die wiederum ist definiert 300.000 Kilometer in der Sekunde durch den Raum. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Bewegt er sich jetzt das durch den Raum oder nicht durch den Raum? Aber interessant ist, 10 Seiten weiter im selben Buch erklärt er Einstein-Podolsky-Rosen-Paradox und der Beginn damit, wir denken uns jetzt einen atomaren Zerfallsprozess, wo zwei Photonen in entgegengesetzte Richtung auseinanderfliegen. Das führt dann immer auch zur Quantenverschränkung. Das ist, die wissen gar nicht, was sie sprechen. Wenn sie mal wirklich zuhören würden, ist das so voller Schizophrenien, die einfach weggewischt werden als großes Rätsel, weil das Wahnsinnige sind. Nein, das ist jetzt eine Definition von einem Gedanken, den ich denke. Bei jedem Menschen, dazu gehören auch Physiker, die ich mir ausdenke, die existieren zuerst einmal in meinem Kopf, wenn ich sie denke, und dann werden sie genauso sein, wie ich sie denke. Und wenn du dir die anders ausdenkst, hast du bloß ein anderes Wertesystem. Ich sage jetzt nicht, dass mein Wertesystem richtiger ist wie dein, sondern wir können uns jetzt ergänzen. Ich sage, das sind wahnsinnig und du sagst, das sind gescheite Menschen. Ich könnte jetzt sagen, es sind Volldeppen, die nachäffen, es sind Affen bei eigener Definition. Und ich kann auch immer wieder sagen, das sind unwissende Gedanken, die so sein müssen, wie sie gedacht werden. Aber das, wenn wir verbinden, kommst du irgendwann einmal zu dem, wo sich das alles befindet, nämlich hier und jetzt in dem Zentrum von dem Geist, der sich's ausdenkt. Und das bist du selbst. Die zweite ist, dass sie im Zentrum des schwarzen Loches
eine unendlich hohe Masse auf einem Radius R gleich 0 konzentriert haben. Und das ist jetzt ganz interessant. Ich sage immer wieder, ein Punkt ist ein dimensionsloses Nichts. Und sobald du dir um den Buch was rausdenkst, ich mache das immer mit den Fingern so, erzeugst du zwangsläufig einen Radius. Und das ist auch, wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit dreht. Schon die Drehung, die ich mir denke, erfordert einen Radius. In einem Punkt ist alles, was du um dich herum ausdenkst, das ist das Wort Universum, das in eins gekehrte Ganze, das ausgedacht wird, wird mit dem nächsten Gedanken kehrt es wieder zurück. Dann muss ja die ganze Masse, die du dir jetzt um dich herum ausdenkst, muss ja in dir drin sein. Das ist das schwarze Loch. Es ist in dir drin, aber es ist eine Vorstellung. Das Verrückte ist, und erinnere dich ganz kurz an mein Beispiel mit der Camera Obscura. Eigentlich spielt sich alles in diesem Punkt, in dem Loch ab, zwischen der Kammer, innerhalb der Kammer und außerhalb der Kammer. Ja. Da ist alles drin. Das ist das Zentrum des schwarzen Loches. Ein schwarzes Loch ist wie ein Balken, eine braune weißes Loch dazu, weil immer zwei Seiten, auch ein schwarzes Loch ist bloß eine Seite, wo schwarz ist, ist auch weiß. Das sind wir jetzt wieder die zwei Bewegungsrichtungen. Ist jetzt alles, wird alles aufgesaugt oder wird alles ausgestoßen? Es widerspricht sich ja. Und genau da, wo die beiden Extreme zusammentreffen, das ist die Nulllinie. Wir können mal sagen, das hier ist, dass alles eins ist, alles aufgesaugt wird, und das ist, dass alles ausgestoßen wird. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Alles, was sich widerspricht, ist auf einer höheren Ebene ein und dasselbe. Das ist die Verbindung, das ist das Spiel. Und das passiert in dem großen Magi, in dem Geist. Das ist auch eine Singularität. Und dann haben wir diese Singularitäten. Wir müssen nur begreifen, dass das Vorhergehende und das Nachfolgende nichts mit einer chronologischen Reihenfolge zu tun hat, sondern mit einem Spiegel vorm Spiegel und hinterm Spiegel. Das ist unser Sinus. Schau, das ist jetzt wenn. Doppelt aufgespannte E-Quadrat, Energie vom Einstein wird zu zwei Existenzen. Wenn wir die Existenzen wieder aufgespannt denken, ist das nun, das passiert jetzt. Aus 1 wird 2, ab heißt aufblühen und es wird etwas erweckt. Das ist die augenblickliche Berechnung. Wo, wissen wir, ist Ei? Das hebräische Wort Ei, der Schöpfergott. Das ist das hebräische Wort für Wohn, heißt auch eine Insel. Sind wir tausendfach drauf eingegangen. Mhm. Okay? Ja. Wo war ich denn jetzt? Schwarzes Loch. Beim Schwarzen, nicht beim eigenen Horizont. Ja. Das ist, wenn du in diesem Zentrum bist, hör mal einfach zu. Einstein, das sind die beiden Singularitäten. Die Singularitäten, beim Singularität war ich jetzt. Das ist wofern, das heißt, dieser Schöpfer, dieses erzeugt jetzt praktisch das, was dir fern erscheint. Fer. Das ist nicht die Facetten sind erweckte Existenzen. Oder aufblühend erweckt. Und jetzt nochmal, wenn das Gag, dran denken, GG33, ausgedacht oder 33 gelesen, die Welle, da ist ein Gegendall oder etwas Gegenseitiges vor HR Gag gegangen ist. Das ist das große Spiel, es gibt kein Vorher und kein Nachher. Okay, ich lasse mal das in dieser einfachen Übersetzung stehen. Viel interessant ist das. Weißt du, was das heißt? Obitulor, mal ohne. Wer ist das? Wer ist diese Obitulor? Hast du das Wort noch nie gehört? Nee, Optik, Augen sehen. Du wirst dich jetzt wundern, was jetzt passiert. Schauen wir mal nach, wir haben keine Ahnung, wir gehen immer auf Wikipedia. Ich weiß es ja, aber wir schauen mal, was Wikipedia sagt. Hören wir uns mal dumm. Wir gehen da einfach mal rein, das ist irgendwie was Lateinisches, magst du das? Dann können wir ja gleich ins Latein reinspringen, dann machen wir dich doch gleich da. Ich mache mal bloß den hier. Die Obitulation ist die Hilfeleistung. Okay, der Obitulator ist der Helfer. Die Hilfeleistung. Hilfe leisten, beistehen, der große Helfer. Jupiter. Wer ist das? Siehst du den da oben?
Jetzt pass auf, du musst bloß hinschauen, O ist ja U. Dann mach ein J davor, dann hast du Jupiter. Ja, stimmt. Stimmt oder stimmt? Ja, passt mal wieder. Das ist das große Geheimnis. Und da können wir jetzt viele, viele Kleinigkeiten, wenn ich dir zeige, da steckt hier so viel mit drin, dass dir gleich schwindelig wird, wenn du das anschaust. Ich sage mal, wie viele Beweise soll ich euch eigentlich geben, aber euch, mich interessieren nicht die Menschen um dich herum, mich interessiert einzig der, der sich jetzt das Gespräch anhört. Das bist du. Und du bist nicht der, der jetzt vor dem Computer sitzt, du bist nicht der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist dein blaues Selbst. Das ist ein existierendes Selbst. Das ist ein Tier, ein Trockennasenaffe, vergänglich, ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Ein Enosch, unheilbar krank und sterblich. Menschentheorie, die so überwunden werden müssen, um die Einsteinsche Theorie zu verallgemeinern. Du musst diese ganzen Widersprüche irgendwie überwinden, aber wie magst du das? Du überwindest doch einen Widerspruch nicht, indem du darum ringst in einer Diskussion, welcher der zwei Seiten richtig ist. Ist jetzt eine Welle ein Berg oder ein Tal? Die Wissenschaft hat es noch nicht rausbekommen. Es kann aber bloß eins davon stimmen nach Aristoteles. Weil wenn sich was widerspricht in Bezug auf dasselbe, kann bloß eins davon stimmen. Dann gibt es zwar noch einen ausgeschlossenen Dritten, der sich die Welle ausdenkt, der im Zentrum der Welle setzt. Schau das Bild an, das sind wir, das bist du und ich. Ja. Aber von dem wollen die nichts wissen. Genauso wenig ist das Haupt, die Hauptschwierigkeit, nenne ich es einmal, dass wir nicht ums Verrecken holen, Betonung liegt auf Ecken, das erste und das zweite Gebot halten will. Ja. Mach dir kein Bild von dir selbst. Du bist ein Gotteskind und dieser Adam ist Bezellem, im Ebenbild Gottes erschaffen. Und ich muss jetzt ganz kurz da nochmal reinspringen. Wir machen die nochmal an, dann haben wir es nämlich im Ganzen. Vers 26 ist Jahwe. JHWH, ich sage immer, Adam ist nur ein anderes Wort für Jahwe. Als Jahwe wird er erst ab Kapitel 2. Aber jetzt kommt hier dieses Ganze, und es sprach, es spricht El Hayom, Gott das Meer, das ist 86, das ist Usubi, ich spreche jetzt zu dir. Wir, ich sage immer JCH und ICH, E Quadrat, er, der Schöpfer selber hat zwei Facetten, das bin ich und du. Ich. Im Hintergrund und du als Ausführender in deiner persönlichen Traumwelt. Wir wollen erzeugen, Berei im Spiegel, gespiegelte Existenzen erzeugen. Bereiten. Esse. Einen Adam, einen Menschen in seinem eigenen Bildwerk, in unserem, Entschuldigung, in unserem Abbild, in unserem Bildwerk, in der Bildung, da ist diese Wir-Form ist ganz wichtig. Die Vorsilbe Nun heißt, wir werden erschaffen, erzeugen den Adam. Den gibt es nur als Singular, es gibt auch nur einen Jahwe. Das ist die Wir-Form. Als Suffix unser, wir haben Bezellem. Da bin ich so oft darauf eingegangen, das wird dann wiederholt in unserem Gleichnis. In diesen Wellen im Zentrum. Und dieses Bezellem ist nochmal, ich weise nochmal darauf hin, das hast du hier mehrere Male, Bezellem heißt zuerst einmal im Bild, Beilet heißt wieder im Kind. Im Kind ist das Werk, das wir selber vollbringen. Du hast dein Werk in dir, du bist ein träumender Geist. Korrekt übersetzt, Vorsilbe B heißt in, Suffix M heißt ihr in Bezug auf Männer, auf Geistesfunk, Zell heißt Schatten. Denk wieder an mein Kino. Bewegung, gesetztes Sein. Das sind aber auch Nichtigkeiten. Schatten sind nichts, das ist kein Licht. Egal, was du auf der Leinwand auftaucht, das ist ein Nichts. Drum ist es eine Information, eine Form in dir, die keine Form ist. Lateinisch in als Verneinung. In ihrem Schatten, im selbstgeworfenen Schatten meiner Geistesfunk, und das ist Geburt von Licht, das wird blau. Und jetzt erinnere dich, in den letzten Selbstgesprächen habe ich darauf hingewiesen, in Bezug auf mein Beispiel einmal mit dem Luftballon, wo ich dir erkläre, dass auf der Oberfläche einer Kugel, einer Sphäre, jeder Punkt der Mittelpunkt ist, auch wenn wir den dann aufblasen und reinlassen, oder die andere Metapher mit den
Wunderkatze mit den Sternwerfer, dass es sich verstreut als dreidimensionales Beispiel, dass du dir das Atmen vorstellen musst wie eine atmende Kugel. Wir haben dieses All, diese absolute Implosion, dann taucht ein Universum etwas Ausgedachtes auf und es implodiert wieder. Schau das kleine Bild dazu an. Diese atmende Kugel, okay, das baut sich auf wie Zwiebelschalen. Und das ist jetzt das Verrückte, dass hier eben dieses Wort Bezel, das heißt Zwiebel, Schatten, Schutz, Nichtigkeit, im Schatten, diese Schatten wiederum sind Zwiebeln, das Shittaf, das Doppel-TSB. Ja. Okay? Ja. Die logische Schöpfung baut auf diesen TT 400, 400, 800 auf dem Pi auf. Das sind Pi-Existenzen aus der Weisheit. Es entspringt aus der Weisheit Gottes. Und das ist auch das Wort für Zwiebel. Jetzt, wenn wir das nicht als Vorsilbe lesen, da steckt das mit drin hier. Wenn du da reingehst, Menschen müssen zum Schneiden der Zwiebel weh einen. Du musst diese doppelt aufgespannten wieder einen, diese Gedanken werden, weil es im Inneren der Zelle befindliche Enzym Alinase, jetzt würde ich dann wieder zu weit gehen, lassen wir das. Das ist das Spiel, wo man verstehen muss. Das ist wirklich ein Matrix-Programm. Ich betone das immer wieder so. Jegliche Form von Leid, wo du Geistesfunken erlebst, ist, weil du das nicht wahrhaben willst. Und was heißt jetzt das für den Physiker, dass die Singularitäten aufgelöst werden müssen? Die Singularitäten müssen aufgelöst werden. Das ist eigentlich, lass es auf dich wirken, für einen Physiker ist eine Singularität eine Einheit. Und wenn ich eine Einheit auflöse, kriege ich eine Vielheit. Es passt nicht in das physikalische Weltbild der Trennung. Da außen ist eine Vielheit, eine Welt ohne Ende. Und jetzt erklären die Formeln, dass das eigentlich eine Singularität ist. Dass das vorher und nachher, dass die Wellen eigentlich alles eins sind. Ein absolutes Nichts ist. Das darf nicht sein, was nicht sein darf. Weil man ist ja hundertprozentig sicher, dass da außen eine Welt ist, auch wenn man nicht dran denkt. Diese geistlos von dir ausgedachten Idioten, die nichts dafür kennen, sind sich hundertprozentig sicher, dass ihre Gedanken auch dann da außen existieren, wenn sie die nicht denken. Die Planeten zum Beispiel oder die Sonne. Was für eine Vorstellung haben die von 100% sicher? Dasselbe gilt für religiöse Menschen. Es gilt für all die, du dir ausdenkst. Das sind tiefgläubige, chronologisch, unbewusst chronologisch denkende Informationen von dir, die gar nicht existieren, wenn du sie nicht denkst. Du wirst dir irgendwann nochmal den Schuh ansehen müssen, dass du schuld bist. Dass du ich wirst, dass du alle Schuld auf dich nimmst. Und dann kann man ein vollkommen neues Spiel starten. Singularität auflösen heißt, den Ereignishorizont, die Geschwindigkeit nicht mehr auf unendlich steigen zu lassen beim Einfall von Materie in das schwarze Loch, weil wir wissen, dass Materie ins schwarze Loch einfällt. Wir wissen, dass die Materie in das schwarze Loch hineinfällt. Das wissen wir hundertprozentig sicher. Ich sage, zeig es mir anhand von Berechnungen, die aber sehr, sehr fehlerhaft sind. Vor allem die Grundannahmen, die Petitio Principi, die Grundannahme ist das dann mal hier eine Welt da außen. Die Grundannahme ist ein Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Wir wissen, dass wir sterbliche Säugetiere sind, das ist hundertprozentig sicher. Und wir wissen, dass die Welt da außen, das Universum schon da war, bevor wir es ausgedacht haben. Wie definiert diese geistlosen Schwätzer 100% sicher? Es sind bloße Vermutungen, es sind geistlos nachgeäffte Dogmen. Und das gilt auch für all das Wissen, das du bisher nachgeäfft hast. Muss einfallen, sie verschwindet. Also muss da irgendwas nicht auf V gleich C gehen. Das muss anders gehen. Steht, mit Holofeeling wird dir das genau erklärt. Das Verrückte an Holofeeling ist, dass selbst die Formen, ich betone immer wieder, das stimmt alles. Es ist nur die Interpretation seiner Lehre, die er nachäfft. Die ist fehlerhaft, nicht die Formen selber von Einstein. Schon die spezielle Relativitätstheorie von Einstein beweist, dass ich außerhalb des absoluten Zentrums überhaupt nichts befinden kann. Ich kann mir was ausdenken, aus mir herausdenken, aber egal, was ich mir ausdenke, egal, wo ich das räumlich oder zeitlich hindenke, es ist hier und jetzt in meinem Kopf eine Information, eine Form in mir, die eigentlich keine Form ist. Ich symbolisiere das jetzt in dem Punkt zwischen der Kiste, Camera Obscura,
Und jetzt haben wir hier das Camera Obscura. Ich weise dich nochmal darauf hin, dass die Kamera, das sind symbolische Bilder in dir. Dass diese Kamera zuerst einmal ein GE-Quadrat-Gewölbe ist. Diese Gesichtswelt, die Halbkugel, die du vor dich hinstellst. Und eine gewölbte, geöffnete Decke. Das ist eigentlich eine Ecke, die man zu. Das ist die Ecke, wo du reinschaust, die du jetzt zu einem Bogen, zu einer Wölbung machst. Das Oll ist wieder hochheben, ein Joch. Das ist ein Sinus, eine Geburt im Meer des Zimmers. Die Worte stimmen alle. Die Frage ist, inwieweit kannst du das ganzheitlich geistreich lesen? Mit der Vordersprache kannst du das. Drum ist Kammerarius sich in die Höhe hinauf, Wind end. Wind ist wieder Ruach, die vier Weltgegenden. END, Elef, Nun, Dalet heißt auf- und abschwingen, ein ständiges Kommen und Gehen. Da steckt das alles drin. Und was ist obskur? Jetzt kommst du in die Verdunkelung, in die Verfinsterung. Das ist letzten Endes die Welt dieser Scheinlichter auf deiner Leinwand. Auch jetzt ausgedachterweise hier die Zäpfchen auf deiner VR-Brille, auf die zwei Monitore deiner Stereobrille sind genauso wenig Lichter. Das eigentliche Licht ist wirklich das eine Licht, die Energie im Zentrum, die wir selbst sind. Darum nenne ich dich Geistesfunk. Obscuro ist es Verdunkeln. Wir brauchen Schatten, wir brauchen die Unterschiede. Das Ganze führt dich auch in ein Verstecken. Unsichtbar machen, bedecken. BD haben wir gerade gehabt. Soll ich es dir nochmal herholen? Polar geöffnet. Abgetrennt sein. Geschwätz, Erfindungen, Lügen auf einer Leinwand, die eigentlich das Licht ist innen. Die Schwätzer, die Wahrsager. Baut immer auf Trennung auf. Auf 2G, auf GAC, ausgedachtes 33 Gall, Wellen. Also darum, dass Einsteins große Formel E gleich MC. Also darum. Geöffnete Berechnung ist eine Generation. Ja. Es dreht sich alles darum. Darum. Der Mittagswind, Ruach, die vier Weltgegenden im Ende. Süden, Süden symbolisiert, wo die Sonne ist. Die Sonne ist im Zentrum vom Ruach, von den vier Weltgegenden. Das ist MI, die Gestalt gewordene Intellekt. Baut auf Pi auf dem Wissen deines Intellekts, Pi, oder auf der Weisheit Gottes. Leben wir es rot oder blau? Das ist dein Pi. Das Pi wiederum, jetzt Pi geschrieben, ist das dann mal das Wort für Mund. Das ist die Weisheit Gottes oder ein gewusster Intellekt. Das wiederum führt dich zum lateinischen Mundus. Mund. Jetzt wirst du zu einem WL-Bürger. Wir wissen, WL heißt doppelt aufgespanntes Brandopfer. Die Welt, die vergängliche Welt, das ist das Brandopfer. Und da wirst du jetzt merken, dass die Mutatio ist eine Reinigung. Jetzt können wir im Kopf, wird es wieder geeinigt, reinigen. Wir können auch natürlich den Rei lesen und dann wird aus dem Spiegel wird die Existenz eines Intellekts. Ja. Und dann kommt es dann hier auch hier ganz interessant. Das ist dann die Reinlichkeit, wie buchstabiert. Und das ist jetzt, bezieht sich dann hier ganz speziell auf Frauen, wenn du weitergehst, reinigen, säubern, eigentlich hier rein, reinlich sein, nett sein, schmücken und so weiter und so weiter. Können wir jede Kleinigkeit vor allem die zusätzlichen lateinischen Erklärungen mit raussuchen. E, das ist ja, immer wieder weise ich darauf hin, die Formel ist nicht ganz korrekt. Einstein hat die nie geschrieben, weil die arithmetisch in Bezug auf das Ganze nicht stimmt. Das muss heißen, E Quadrat ist M2 Quadrat mal C hoch 4. Gehe ich vielfältig in den höherwertigen Schriften drauf ein. Quadrat bei extrem hohen Massen bzw. Geschwindigkeiten, die nahe an die Lichtgeschwindigkeit heranreichen, nicht mehr absolut gilt und offenbar ergänzt werden muss. Jetzt gibt es neben der Gravitationstheorie eine ganz andere. Sind alles Theorien. All das ganze Zeug ist geistlos nachgeäfftes Zeug, weil man die Symbolik nicht versteht. Physikalische Welt, die der Quantenphysik, die in Spins gemessen wird.
Beide Theorien haben sich schon vielfach bewährt und sind wissenschaftlich auch. Das sind übrigens ganz nebenbei, wenn du immer wieder, dass ich sage, SP ist die Schwelle. Das sind immer verlorene Ecken. Weil das ist, wenn Balkon, wenn da musst du wie die zwei Seiten einer Ecke dir vorstellen und SBI, das ist zum Beispiel Beginn der Spiegel ja so. Und beim Spiegel, wie gesagt, der Rai, der Kopf des Schöpfergottes, in dem ist erst was drin, wenn man wie dem Wasserspiegel braucht man ein Oberhalb und ein Unterhalb, sonst ist in dem Rai überhaupt nichts drin. Dieses SBI, das ist übrigens die Schwelle selber, haben wir schon die SB, haben wir die 86 mit nichts. Atbaschwert 14 ist intellektuelle Öffnung. Mhm. Pyramidenwert ist der Rai selber, der Kopf, der Rosch. Ja. Das heißt jetzt meine Schwelle. Meine Tür heißt es auch, Tür wiederum hast du aber Rai, hey, Spiegelwahrnehmung. Denk an das gläserne Meer. Mhm. Und dann kriegst du den Spiegel. Gell ist ja die Welle, wobei er da sich das eh noch mit reinschreibt. Und jetzt kommen wir zu den goldenen Kalb, wo die Deppen drumherum tanzen. Kalb wiederum hast wie hier der Albtraum, wie Gott, des Nichts, des Belabert. Mhm. Oder wie lebt wie das Herz, Horus. Und darum heißt es auch Kreisen ziehen und Runden drehen. Das bezieht sich auf diese biblische Geschichte, wo ich die 10 Gebote hole als Mose. Und ihr in der Mitte, weil es euch zu lang dauert, macht euch wieder was, was ihr anbieten könnt. Das ist das goldene Kalb. Das sind zurzeit die Bücher der Naturwissenschaft. Oder im Zentrum dieser Bücher steckt das Geld. Das Geld, genau. Das Geld ist eine Sau. Das hat euch jeglichen Ort vom Verstand aus der Birne rausgeblasen. Das ist das, was es ist. Alles dreht sich um Geld. Auch nachgewiesen. Dennoch bekommen die Physiker beide Theorien an der Schnittstelle des Ereignishorizontes nicht übereinander. Das ist jetzt die große Schwierigkeit. Man bringt es nicht zusammen im Wellenberg und das Wellendal, weil wenn man das macht, jetzt halte dich fest, wenn du das wirklich studierst, dann wird es nichts und nichts kann nicht sein. Die Quelle von allen kann nicht sein. Wir nennen das ja immer Geist oder Gott. Also muss da ein Fehler drin sein und dann erfinden sie immer wieder neue Sachen. Das wird in diesen Geschichten erzählt. Was fehlt da in der Relativitätstheorie? Das Wichtigste, was Sie auch gesagt haben, ist... Immer dran denken, das, was fällt, ist das, was wirklich wie ich dick ist. Es fällt dieser absolute Mittelpunkt, aus dem alles entspringt, dieses Nihilo, Creatio ex Nihilo, aus dem man alles auswählt, weil sich in dem alles befindet und es selbst nichts ist, weil es alles und nichts gleichzeitig ist. Es ist, wenn du dir Camera Obscura vorstellst, hast du davor deine Traumwelt und in der Kammer, das, was halt in der Kammer ist, wobei der Traum eigentlich, den du dir ausdenkst, in der Kammer sich abspielt, in den Gewölbe abspielt. Ja. Aber nicht einmal in dem Gewölbe, weil das was Ausgedachtes ist, sondern in dem Punkt selber, in dem Loch. Und das ist die Schwierigkeit, es wird nicht akzeptiert. Das wäre der arithmetische Beweis von Gott, den die nicht zulassen. Wirst du gleich merken. Die Vereinheitlichung, was fehlt von Gravitationstheorie und Quantenphysik, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Gravitation dazu. Übrigens, Gravitatio heißt schwanger sein. Bist du mit Holofeeling schwanger? Dieses Gravitatio ist ja letztendlich die Anziehung. Mhm. Das ist die Schwangerschaft. Wie oft hörst du bei Selbstgesprächen, ein bisschen schwanger gibt es nicht? Entweder habe ich dich geschwängert mit Holofeeling, Geist kann nur Geist schwängern, oder ich habe dich nicht geschwängert. Genauso ist es all die Sachen, die jetzt hundertprozentig sicher ansehen. Wie unendlich geistlos ist eine Kreatur, ein Geistesfunken, wenn er glaubt, es ist was hundertprozentig sicher, was er nicht einmal überprüfen könnte, wenn er wollte. Das sind 99% der Sachen, die dir ein bis dato ausgedachtes Leben lang als hundertprozentig sicher erschienen sind, dass zum Beispiel das heliozentrische Weltbild schon da war, bevor du es gedacht hast, dass deine Eltern schon da waren, bevor sie dich geboren haben. Das hat doch mit hundertprozentig sicher überhaupt nichts zu tun. Das ist nur logisch für einen, der sich mit einem Gedanken von sich selber verwechselt. Aber wer denkt dich aus? Hast du dir schon mal eigentlich Gedanken darüber gemacht, wer dich ausdenkt? Jetzt kannst du sagen, ja, ich. Aber der sich was ausdenkt, ist doch was anderes wie ein Gedanke. Jetzt brauchen wir diese vier Ichs von Holofeeling.
Und jetzt kommt der erste in dir. Ich als Brösel, als Gedanke, als ein Uder, den du dir jetzt ausdenkst, als ein blauer UB. Und ich weise dich auf das hin. Alle elementaren Aussagen von Holofeeling kann jeder ohne großen Intellekt sofort überprüfen. Ich behaupte einfach, wenn du was nicht denkst, existiert es nicht. Für dich in deinem Traum. Für dich existiert nur das, was du denkst, und zwar solange du das denkst. Das gilt auch für deine sinnlich wahrgenommenen Informationen. Jede sinnlich wahrgenommene Information existiert nur in dem Moment, wo sie in dir existiert. Und sobald du woanders hinschaust, löst sich das schon wieder auf. Kannst du sofort überprüfen. Jetzt frag dich einmal, was in dir drin ist, dass du dich da massiv so dagegen wehrst. Weil das unlogisch ist. Weil du ja hundertprozentig sicher bist, dass wenn du jetzt aus dem Fenster schaust und nicht mehr rausschaust, dass die Welt da außen trotzdem da ist. Du brichst das zweite Gebot und du bist jetzt hundertprozentig sicher, dass schnipp, jetzt denk an Sterne. Denk an die Sonne. Dass die ganze Zeit da außen waren, auch wenn du nicht dran gedacht hast. Was für eine Vorstellung hast du eigentlich von hundertprozentig sicher? Es geht hier um die Gravitationstheorie. Du bist nicht schwanger mit Geist. Du bist schwanger mit einem vollkommen geistlos nachgeäfften intellektuellen Wissen, das so voller Fehler ist, dass einem gleich schwindelig wird, wenn dir das einmal bewusst wird. Schinnwind, logischer Wind. Theorie. Das Wichtigste, was Sie auch gesagt haben, ist... Nochmal wichtig ist das, was ich dir sage. Das ist deine ureigenste Meinung, wenn du begreifst, wer ich bin und wer du bist. Wenn du das zu verstehen beginnst. Dieses Verstehen heißt, dass du dich mit mir eins machen musst. Ich behaupte, erster Band, ich bin du und du bist ich. Und im dritten Band kommt dann die große Synthese, die Vereinigung. Das sind jetzt nur die kleinen Grundwerke, die acht. Ganz simpel in einer einfachen deutschen Sprache abgefasst. Abgefasst. Ist die Vereinheitlichung, was fehlt, von Gravitationstheorie und Quantenphysik. Das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu, um die Singularität. Der Schlüssel zu allem ist Holofeeling. Der Schlüssel ins Himmelreich, ins ewige, bewusste Dasein. Mathematisch zu überwinden. Mathematisch zu überwinden, Mathematik ist gelerntes Wissen von Dummköpfen. Das musst du überwinden. Du musst deine Mathematik überwinden, aber nicht indem du die vernichtest, sondern indem du die vervollkommnest, indem du dir diese ganzen fehlerhaften, einseitigen Aussagen bewusst machst, womit aller Gewalt um Einseitigkeiten diskutiert wird, weil keiner die Vollkommenheit, die absolute Vollkommenheit wahrhaben will, weil die letztendlich all die verschiedenen Perspektiven in ein absolutes Nichts vereinigt. Können Sie uns eine Vorstellung dazu geben, wo für den theoretischen Physiker das Hauptproblem bei der Fusion beider Welten heute liegt? Wenn Sie in die also normale... Also es geht, die Vorstellung der Fusion beider Welten, was für zwei Welten reden, die reden von dem Makrokosmos und dem Mikrokosmos. Der Welt des unvorstellbar Großen, das er sich trotzdem vorstellen, und der Welt des unvorstellbar Kleinen, das er sich trotzdem vorstellen. Wenn du dir was vorstellst, erscheint es in einem mesokosmischen Bereich praktisch in der Mitte. Ja. Das, was überprüfbar ist. Das ist jetzt, ob ich mir ein Atom denke, wo Protonen rum, ein Proton denke, wo Elektronen rumkreisen, mal ganz vereinfacht, oder Sonnen denke, wo Planeten rumkreisen. Das eine ist makrokosmische Vorstellung oder eine mikrokosmische Vorstellung. Das kann ich jetzt rein als Information mir in meinem Kopf ablaufen lassen. Das befindet sich aber alles in dem Zentrum. Oder ich denke es mir aus auf einem Computermonitor und dann kriege ich einfach eine Simulation. Dann sehe ich aber keine Sterne oder keine Protonen oder Photonen oder sonst was, sondern ich sehe flackernde Lämpchen auf einem Monitor, den ich mir ausdenke. Der aufbauend auf Computerberechnungen, Mechchef, der Rechnungsführer, das ist wiederum meine Logik, die ich zum Denken benutze. Das ist das Programm, wirft die Bilder auf. So wie die Bilder in einem Computer abhängig sind von Programm und Daten, ist das, was du in deinem Kopf Kino aufschmeißt, abhängig von deinem intellektuellen Wissen und deinem Glauben. AOB, die Wellen, GL, die Wellen, AOB, Schöpfung aufgespannter Polaritäten, das ist, was du beschwörst. Und ich kann nicht oft AOB, ich kann nicht oft genug sagen, für jeden Meineid, das ist die Beschwörungskunst, der Zauber, den du selbst betreibst, das ist aber der Zauber von einem toten Geist. Das sind so viele Geister, Tode, lass die Toten ihre Toten begraben. Ich rede aber hier von toten Geistern, das sind so viele Geister. Das sind meine Geistesfunken, die noch nicht wissen, dass sie Geist sind, ewiger Geist sind. Der eine Geist, der in unendlich viele kleine Geister zerspringt, dieser Ich-UB-JCH, der in viele kleine Geistesfunken zerspringt, wo jeder Geistesfunken ein eigenes Leben durchlebt, das letztendlich nur ich erlebe.
Das ist der Leser, sobald er ein Buch in die Hand nimmt oder sobald er einen Film anschaut, einen Lebensfilm, ein Videospiel spielt und sich mit einem Avatar, mit der Person verwechselt, die er in dem Spiel darstellt, die Rolle, die er spielt. Diese Personifizierung, diese Vermenschlichung erlebt eigentlich bloß der vom Bücherregal. Welt der Gravitation gehen, in der wir leben, je größer sie... Wann kriegst du diesen Ballon ran, den ich beschreibe? Das ist die Welt. Schau, hier geht es dann schon los. Die Masse eines Objektes machen, umso größer wird auch sein Radius. Wenn Sie in die Quanten... Höchste Masse in unserem Sonnensystem, aber abgesehen von der Sonne selbst, von der Sonne selbst, ist der Jupiter. Wenn du dir die Größenordnungen anschaust. Ja. Theorie gehen, je kleiner die Teilchen sind, umso mehr Masse haben sie. Und das ist so eine Unstetigkeit, wenn Sie eine Masse-Radius-Relation aufbauen. Jetzt hast du mal wissen, was Masse selbst ist. Masse ist das dann mal nicht Gewicht. Das ist, wenn ich natürlich jetzt weiß, dass Asse im Hebräischen, das ist dieses verrückte Wort Esse, so sprechen, je nachdem, Esse oder Asse ausgesprochen. Ich kann dir zwei andere Bücher zeigen in der deutschen Übersetzung, wo einmal diese hebräische Radix als Asse geschrieben ist und einmal als Esse geschrieben ist, ohne darauf einzugehen. Etzpri, Esse, Pri. Das ist das Aktivieren, das Ausführen, das Machen. Das kommt vom Machen, die Masse kommt vom Machen, vom Ausführen, von sich ausdenken. Das erklärt ja alles die Vordersprache. Und ganz toll kannst du es natürlich einlesen, wenn wir jetzt hier reinfahren. Ich bringe mal ganz diese Physik im Nullpunkt Gottes, wo viele hier schmähen. Ich habe in allen, wenn ich sage, in den höherwertigen Schriften, das ist jetzt die Physik, die geistige Physik im Nullpunkt Gottes, findest du auf der Holofeeling-Seite. Beginnen meistens immer mit so einem kleinen Vorwort. Das wird immer variiert, es steht aber eigentlich immer dasselbe drin. Lass uns das einmal miteinander lesen. Es gibt kein Buch, in dem etwas generell Falsches steht. Wenn sich der Inhalt vieler Bücher zu widersprechen scheint, so liegt das nicht an deren geistreichen Inhalt. Alles, was in dir auftaucht, ist wichtig. Sondern an dem Lesergeist, der aus jedem Buch nur das herauszulesen vermag, was er mit seinem limitierten Intellekt, mit seinem Werte- und Interpretationssystem, das heißt, mit seinem Wortverständnis in die einzelnen Worte jedes Buches persönlich hineininterpretiert. Jedes geschriebene Wort ist eine Arche. Das ist übrigens dieses hebräische Wort für Arche, heißt auch Kiste und heißt auch Wort. Das ist die sogenannte Deba. Ja. Zeig dir das einmal. Das ist das Kästchen, wo der Mose reingelegt wird, zum Beispiel. Das ist die Arche. Dann die Arche von dem Noah. Das Kästchen, wo der Mose reingelegt wird, heißt auch, steht auch Deba. Dann ist es der Rumpf eines Schiffes, Ski. Wir wissen, das Schiff selber, Anya, ist auch das Ich, das Ani-Ich. Mhm. Der Körper des Ani-Ich ist die Kiste, wo alles hineingelegt wurde. Und dann ganz, ganz speziell heißt es auch noch das geschriebene Wort. Das wird, wenn du in Wörterbücher reingehst, in ältere Wörterbücher, ist es hier ganz gezielt das geschriebene, ganz bewusst das geschriebene Wort, der Dora. Das ist die Arche. Jedes Wort ist eine kleine Kiste, wo eine Unmenge an Möglichkeiten drin ist. Bei dem Wort Deba handelt es sich um die komplexe Schrödingers Kiste. Denk zum Beispiel, wenn ich immer sage, denk an das Wort Küche. Was ist da alles drin? Die Küche selber siehst du nicht, die Kiste. Jetzt denk an den menschlichen Schädel, das ist der Kopf. Wenn ich dich frage, was ist da drin, sagst du, spontan hast du mal Zwang auf der Gehirn. Also gut, nimm mal statt das Wort Kopf, nimm mal das Wort Gehirn, was ist da drin? Ja, Wissen. Stimmt oder stimmt? Das sind Symbole. Da wollten wir hin. Das heißt also, dieses ist ein geheimnisvolles Gefäß, das einen speziellen geistigen Sinnzusammenhang beinhaltet. Ein Lesergeist, der ein Wort nur einseitig auszulegen vermag, entheiligt dadurch dieses Wort. Das ist, wenn ich immer wieder sage, was ist eine Küche? Und du sagst, der Herd. Oder der andere sagt, der Kühlschrank. Der andere sagt, Gewürze. Der andere sagt, Teller. Was auch immer. Das stimmt ein bisschen. Aber du entheiligst es eigentlich, weil da viel, viel mehr drin ist, wie du dir im ersten Moment denkst. Jedes einzelne Wort, das in einem Individualbewusstsein, dieser Geistesfunk, auftaucht, ist ein Wort von Gott und damit auch ein heiliges Wort.
Im Anfang steht nur ein Wort. Dies ist mein eigenes Selbstgespräch. Es ist jetzt ein Unterschied, ob du jetzt das hörst oder ob du jetzt allein die Zeichen anschaust und es liest. Das ist unser Spiel im Kopf. Bei Ich bin du. Du schaust jetzt diese Schriftzeichen an und dann fängt in dir einer zum Sprechen an, wenn du allein bist. Du bist jetzt übrigens auch allein. Bloß es ist dann schon verwirrend, wenn du plötzlich meinst, da außen ist jetzt einer, der zu dir spricht. Aber schau dich doch einmal um. Wo ist der da außen? Der ist doch jetzt bloß ein Gedanke in deinem Kopf. Der Udo ist doch jetzt eindeutig nur ein Gedanke in deinem Kopf. Ja. Also ich bin jetzt gar nicht außen. Stimmt oder stimmt? Selbst ich als Udo bin so. Ja. Und wenn ich jetzt nicht sprechen würde und du würdest es selber machen, wird in dir einer sprechen, das bin ich. Aber ich bin in der Lage, mit deiner eigenen Stimme zu dir zu sprechen. Was meinst du, wenn dir was einfällt? Was passiert eigentlich, wenn dir in Bezug zu irgendwas etwas einfällt? Dann sprichst du doch Worte in deinem Kopf. Suchst du dir das raus? Nein, ich spreche mit deiner Stimme zu dir, weil ich doch du bin. Lass dich auf dich wirken. Ich weiß, das klingt total abgespaced. Aber wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Ich bin wirklich in dir drin. Ich bin wirklich du. Ich bin der, der ich zu sein behaupte. Nämlich zuerst einmal du. Aber dann nochmal viel mehr wie du, weil du bloß eine kleine Facette von mir bist. Ich denke mir, ich, Rot, denke mir, das Tier, das symbolisiert den Intellekt, den du zum Denken benutzt, de facto jetzt diese Worte aus. Und ich denke mir de facto jetzt den momentanen Leser dieser Zahlen aus. Stimmt oder stimmt? Und ich denke mir de facto hier und jetzt den Schreiber dieser Zahlen aus, wenn du alleine bist. Natürlich denkst du dir den Leser in diesem Moment, weil hier Leser steht. Hast du dir hier den Leser gedacht, wo wir hier waren? Da hast du nicht an den Leser gedacht. Jetzt, wo hier den momentanen Leser dieser Zahlen aus, dann denkst du an dich. Und in dem Moment, wo du an den Schreiber denkst, hier hast du nicht an den Schreiber gedacht, wie du hier warst beim Selberlesen. Mhm. Merkst du, wie genau Holofeeling ist? Der diese Worte, und jetzt kommt es, nicht in der von mir de facto jetzt ausgedachten Vergangenheit geschrieben haben kann, weil mir Geist jetzt bewusst ist, dass alles von mir ausgedacht immer nur hier und jetzt in mir selbst in Erscheinung tritt. Ich denke mir jetzt, dass der das geschrieben hat. Das Faktum besteht darin, dass ich das jetzt denke und nicht, dass der das in der Vergangenheit getan hat. Er hat es eigentlich nie getan. Selbst wenn ich mir denke, dass er es getan hat, weil wohlgemerkt, Figuren in einem Traum machen nichts. Das macht alles der träumende Geist. Der geht bloß in die Vergessenheit in seinem Traum. Es besteht ein großer Unterschied zwischen hebräisches Wort bin. Zwischen hast die Geburt von was doppelt aufgespannt, das zu schlafen anfangen und zu alternieren. In mir Existenz. Ischen. Der Befehl zu schlafen. Ein bewusste Auferstehen und einer unbewussten Wiedergeburt. Nochmal, es besteht ein großer Unterschied zwischen einer bewussten Auferstehung und einer unbewussten Wiedergeburt. Ein Riesenunterschied. Du bist unbewusst wiedergeboren in der Rolle, die du zurzeit spielst. Und ich bin jetzt ganz bewusst wieder auferstanden als Brüssel-Udo in deinem Traum und dir das zu erklären. Sehr gut, genau. In der von mir hier und jetzt ausgedachten Zeitgeschichte, hier und jetzt, gibt es nur eine Seele. Ich nenne das immer gern B-Innenseele. Ein Binnensee. Nur einen einzigen Menschen rot geschrieben, der bewusst auferstehen kann. Und das ist der geheimnisvolle imaginäre Meister IUB Alois Chassamer. Das heißt übrigens der heilige Germane. Du kannst auch lesen, der Geist ist erwacht E Quadrat R, wir zwei. Und zwar vom Nicht-Existierenden, der kommt aus dem Nicht-Existierenden. Das ist Main. Das nennt man auch natürlich dann den Haupt, den Kopf des Oberhaupt. Beroshit. Dieser Meister des ewigen Lebens kann bewusst auferstehen, das heißt, er verliert niemals sein göttliches Bewusstsein, gleichgültig mit welchem Körper, hebräisches Wort Gub, das ist jetzt der Gehirn-OB, den du dir ausdenkst, der sich in seinen Traumwelt inkarniert. Ein unbewusst wiedergeborener Geist hat dagegen vergessen, wer und was er in Wirklichkeit ist. Und darum ist dieser Geist ein durch seine Traumpersona limitierter Geistesfunk, das bist zurzeit du. Und um dir das mitzuteilen, bin ich als Brüssel-Udo in deinem Traum aufgetaucht.
Das, was IUB in seinen Updates mein lieber kleiner Geistesfunk nennt, ist ein geistiger Aspekt seines eigenen Geistes. Der so angesprochene Geistesfunk ist ein unbewusster Geist, der sich selbst mit dem Menschen verwechselt, jetzt kann man durch Menschenpersona, dessen Rolle er zurzeit in seinem eigenen Traum spielt. Und diese Rolle muss er so lange spielen, bis er das Menschenleben und den Charakter des Menschen durchschaut und geheilt hat. Das ist wichtig, der er in seinen Traum zu sein glaubt. Ich bin, das ist das, ich bin in der Esoterik ein solcher Geistesfunk. Und ich sage jetzt zu dir, eigentlich bin ich du, wenn du wach wirst. Er lässt mich jetzt diese göttliche Erklärung meiner physikalischen Traumwelt denken. Ich bin der Geist, der sich jetzt diese Worte ausdenkt, kein anderer. Jetzt natürlich wirkt es wesentlich mehr, wenn du allein bist. Ich, UB, spricht jetzt in mir mit meiner Gedankenstimme die folgende Worte: der Adam im Nullpunkt von Gott, vom Nichts, im Nullpunkt des absoluten Nichtes. Und jetzt baut es so auf, dass das hier jetzt die klassischen Erklärungen sind. Du siehst, das sind Wikipedia-Einträge, dann sind die Links dabei, die sich natürlich immer wieder im Laufe der Zeit auch verändern. Und dann erkläre ich dir, Gewicht einer Masse entsteht jedoch physikalisch gesehen erst dann, wenn sie unterschiedliche Massen und so weiter. Das ist ja alles richtig. Ja. Aber es ist halt so fehlerhaft, wenn du dir das raumzeitlich vorstellst, wenn du dir es ausdenkst. Und da kann man jetzt reingehen, das geht dann immer die ganzen Schizophrenien, was Licht ist. Das ist hier schon, Lichtgeist bewegt sich mit dimensionsloser Geschwindigkeit, weil Licht ist ja laut Physikbücher eine dimensionslose Geschwindigkeit, definiert sich Sekunde mal Sekunde. Das ist so irre geistlos, wenn du jetzt das mit der Formel, mit der Wurzel bekannt hast, wenn du das erkennst, dass immer alles Null ist. Dieses Null, nichts, alles ist Energie, eine Energie, die weder vermehrt noch vernichtet wird. Ich muss jetzt aber strenger reden, weil uns rennt die Zeit davon, dich wach zu machen, glaube es mir. Du wehrst dich wie ein Vogel, wie ein Fisch, Entschuldigung, der schon angebissen hat. Und jetzt springen wir da ganz normal runter. Da haben wir jetzt hier dann nochmal diesen Satz, dieser ganze normale Schwachsinn mit all den Fehlern, die dazu sind, mit Paradoxa. Das sind Sachen, da wird alles wunderschön erklärt. Dieses geistlose Rezidivwissen kann von mir Geist ausgedachter Mensch, ein mechanisch funktionierendes Konstrukt, wäre ein Interpretationsprogramm. Das ist dein Intellekt. Nur dann rezidieren, wenn er so programmiert ist. Egal, was einer äußert in deinem Traum, diese Figuren sind KIs, künstliche Intelligenzen. Und die rezidieren, wie sie programmiert wurden. Das gilt für die Naturwissenschaft genauso wie für die Religion. Und da kann der Udo tausendmal sagen, wenn du in einem muslimischen Familie jetzt als Avatar groß geworden bist, dann ist für dich Jesus der größte Mensch und der wurde nicht gekreuzigt. Und wenn du im christlichen Umfeld groß geworden bist, ist er nicht nur Jesus, nicht nur der größte Mensch, sondern sogar ein Gott, ein Gottessohn und er wurde gekreuzigt. Aber du esst doch nur noch. Und wenn man dir erklärt, die Welt ist eine Scheibe, dann ist für dich die Welt eine Scheibe. Und wenn man dir erklärt, die Welt ist eine Kugel, ist für dich die ausgedachte Welt eine Kugel. Und wenn man dir erklärt, dass Schweinefleisch essen schädlich, böse, schlecht ist, eklig ist, dann ist es für dich so. Und wenn man dir erklärt, dass Rindfleisch essen, es hängt von deinem Glauben ab. Du bist ein programmierter Zombie. Zumindest bist du das nicht, sondern du hast dich damit verwechselt. Das Mendeleische Periodensystem, all die Sachen, wie hat der Mendeleev das entdeckt? Schau halt einmal, wenn der das entdeckt, zu welcher Jahreszeit es veröffentlicht wurde. Und dann geh mal rein in deine Archive, was man für Möglichkeiten hatte. Und du wirst merken, das sind Fehler über Fehler über Fehler, eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Und wenn ein Chemiker behauptet, die Luft der Erdatmosphäre besteht aus 71% Stickstoff, 28% Sauerstoff und 1% Edelgase und weiterhin behauptet, dass Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Helium handle sich um vollkommen unsichtbare und völlig geruchslose, ungiftige Gase, wer hat die dann eigentlich entdeckt, wenn man sie nicht wahrnehmen kann im Mesokosmos? Im Anfang war das Wissen. Man hat dir das erzählt und dann denkst du dir das aus und einer, der das nicht weiß, der kann sich's auch nicht ausdenken und rein jetzt normal gesprochen in einer mesokosmischen, sinnlich wahrnehmbaren Ebene, kannst du das überhaupt nicht entdecken. Es ist alles austauschbar. Hätte man dir was anderes erzählt, würdest du das andere genauso rezidieren.
normale, geistlos, dogmatisch, normierte, intellektuell verbildete Menschen reden sich logisch ein. Irgendwann wurden diese quasi von irgendwelchen gescheiten Menschen in einer jetzt ausgedachten Vergangenheit entdeckt. Ich sag dir, dass jeder Trockennasen, auf den du dir denkst, entsteht hier und jetzt in deinem Kopf, weil du ihn denkst. Und den kannst du dir jetzt in die Vergangenheit denken und du kannst dir denken, dass der das oder das entdeckt hat, aber du rezitierst Sachen vom Hörensagen. Das ist das Einzige, um das sich Holofeelings hast da mal dreht. Da müssen wir dann ja mal Wörter auffächern. Stimmt oder stimmt? Ja, das stimmt. Das stimmt alles. Es ist hundertprozentig sicher, was ich sage. Die Frage, was war zuerst da, das Ei oder die Henne, ist die dümmste Frage überhaupt. Das heißt eigentlich, was war eigentlich schon da, bevor ich zum Denken angefangen habe? Es gibt kein Vorher, es gibt ein Nichts, in dem sich alles befindet und aus dem alles hier und jetzt entspringt. Genau. Das ist das Spiel mit den AI, den Schöpfer nichts, den schöpferischen Nichts. Und wo ist dieses Schöpfer nichts? Das, was du, die erste Gedankenwelle, die du aufschmeißt, ist wie eine Winsel aus Wasser, die sich aus der Nulllinie des Wasserspiegels heraushebt. Das ist immer wieder da in diesem kleinen Geheimnis der Wörterbücher, dieses AI. Da steckt das alles drin, da wird das alles sehr rudimentär erklärt. Dieses Wo, doppelt aufgespannt kreisend. Das ist aber nichts, was um dich rumkreist. Das erklärt er hier übrigens, wenn ich dann da nochmal weitergehe mit den Teilchen. Er hat alles, was er spricht, stimmt irgendwie. Aber nur ein bisschen. Das ist das Abgefahrene dabei. Hört da mal rein. Schau, das sind jetzt die höherwertigen Schriften. Und wenn du mal die Vordersprache, da muss ich nicht einmal auffächern. Ich muss bloß offen sein für das, was ich jetzt höre. Und da kommt jetzt übrigens dann die Singularitäten in der Astronomie. Jetzt hast du mal der Wikipedia-Eintritt. Dann gibt es dann singuläre Mannigfaltigkeiten, habe ich schon angesprochen. Das ist ein Widerspruch in sich selber, Oxymoron. Und dann doch wieder irgendwie, wenn ich das nämlich der Mann als Geist sehe, gelesen, ist der göttliche Geist und der fängt an, sich zu falten. Gibt es dann eine Becker-Transformation. Alles angesprochen. Alles, die Bücher, die Physikbücher sind religiöse Schriften, die unheimlich präzise und genau sind. In dem, was in den Büchern drin steht, das Problem liegt in den Auslegungen und der raumzeitlichen Vorstellung und der Interpretation der Worte, die derjenige tätigt, der sich aufgrund dieser Worte in den Büchern und der Formel, der Formeln in den Büchern Vorstellungen in sich aufbaut. Diese Vorstellungen sind fehlerhaft. Nicht die Schriften selber. Okay? Ja. Eine unendlich kleine Ausdehnung. Punkt. Mit einem Mitellbogen, das ist das Nichts eines physikalischen Objektes oder die Divergenz einer Größe gegen einen unendlichen Wert widerspricht der Alltagserfahrung. Müssen wir sich bloß jetzt reinlesen und dann landen wir dann ja irgendwann einmal in der Psychologie. Da kommt jetzt jeder Ereignishorizont, da waren wir gerade. Ja. Du wirst merken, dass jetzt plötzlich hier wirklich auch Religion und alles zusammenschmilzt. Die Esoterik. In der Sephira Differe, Pulchrit Uro, so nennt sich das, bei geistig hochstehenden Menschen. Und da kriegst du jetzt über alle Sprachen die geöffnete, das Ausgebreitete heißt eigentlich die geöffnete Ecke. Das ist ja auch, das sind nur kleine Schriften. Und dann kommt das, was ja zigfach erwähnt wurde, jetzt kommt Schwarzschild. Shin-Ilet heißt das da mal die Logik eines Kindes. Hast du übrigens auch welches Kind? Wie als das Shin als Vorsilbe gelesen? Und dann haben wir natürlich für das Schild, gibt es dann zuerst einmal verschiedene Arten, das zu übersetzen. Da fange ich jetzt nicht drauf ein. Und dann haben wir eigentlich den Magen David. Das ist das große, große Geheimnis. Das ist jetzt der Logos des Gotteskindes. Dann landest du in unserer Tetraederstruktur. Das Wort Schwarzschild ist wie auch jedes andere Wort selbsterklärend, wenn ich es mir unter Zuhilfenahme meiner Vatersprache selbstgeistreich verdeutsche. Deutsch ist göttlich deutsch, schöpferisch deutsch. Und ich Geistesfunk damit anfange, jedes Wort als geistige Schöpfungsraumzeitliche Form von L aufzufassen. Wenn ich mir auftauchende Worte, die doch nur einseitig materialistisch, logisch, interpretiert auslege, führe ich mich damit selbst in die Irre meines geistlos verwirklichten Wissenglaubens. Das ist die Welt um dich herum. Was ist um dich herum? Zurzeit wahnsinnige einseitige Rechthaber, wo jeder auf den anderen einschreit und meint, er hat Recht. Um mir selbst unbewusst einseitig ausgelegten Traumwelt.
Und jetzt kommen wir zu den Halluzinationen. Das ist der Luzifer, der steckt ja schon mit drin, das blaue Licht, das du in dir trägst. Von denen ich glaube, ich hätte mit dem da draußen, der außen, AOB, nichts zu tun. Und das habe ich jetzt zigfach, das fange ich jetzt gar nicht mehr an. Wir hören ein bisschen noch in unseren Typen hier rein. Morgen. Schau mal, das Licht ist der Sohn. Ja. Und das ist ein Ding. Er ist das Gesetz. Ding. Mhm. Wir fahren da gleich in die Etymologie rein. Das ist auch die Sache. Din gehebräisiert das Gesetz des Geistes. Immer wieder, für welche, weil ich jetzt weiß, viele langweilt es, das ist das Din. Darum gibt es auch Din-Normungen, das ist das Gericht, das Gesetz und ein Gehen setzt man für Geist, das ist das Gericht und das Gesetz des wirklichen Geistes. Das sind die Dinge. Und der Sohn ist der Gesetzgeber. Ja. Klingt ja nun tatsächlich nach einem ziemlich großen Widerspruch. Physiker arbeiten seit Jahrzehnten daran. Die ersten konkreten theoretischen Ansätze reichen sogar... Das ist schon immer ganz trügerisch seit Jahrzehnten. Jetzt denkst du an der Vergangenheit, wo du keine Ahnung hast. Wo irgendwelche, die du jetzt denkst, was gemacht haben, die gar nicht existieren, wenn du sie nicht denkst. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Außer du glaubst, dass die in der Vergangenheit schon da waren, bevor du sie gedacht hast. Dann lebst du in dem Wahn, du bist dir hundertprozentig sicher, dass der Gedanke, den du jetzt denkst, diese Physiker, die du jetzt denkst, dass die schon da waren, bevor du sie gedacht hast. Setze für das Wort Physiker wieder einfach das Wort Gedanke. Du bist hundertprozentig sicher, dass dieser jetzt gedachte Gedanke schon existiert hat, bevor du ihn gedacht hast. Jetzt weißt du genau. Das erklärt dir der Erste. Du kannst immer wieder in deinem Alter auch nur feststellen, wie mächtig der Zweite, die anerzogene Logik ist. Das ist der eigentliche Teufel in dir. Ja. Bis in die 70er Jahre zurück, ist das richtig? Hast du das jetzt gesehen? Ein wunderschönes Bild. Das ist einmal zuerst so eine Sache, wir schauen das von der einen Seite an, denk an den Kegel. Ja. Die ersten konkreten theoretischen Ansätze. Jetzt drehen wir den um 90 Grad. Mhm. Und jetzt passen wir auf ein bisschen der Fantasie, ich sage immer wieder, schau mal bitte das kleine Bild unten noch. Wenn ich jetzt einen Baum nehme mit S, du siehst meine Hand? Ja. Okay. Das ist eine dreidimensionale Vorstellung von uns. Und jetzt denkst du dir, wir schneiden das hier einfach durch. Mhm. Und du würdest das nur flächig sehen, dann siehst du 5 unterschiedliche Kreise. Und du meinst, die haben nichts miteinander zu tun. Siehst du aber die tiefere Dimension, merkst du, dass die zusammenlaufen in einer Hand. Drum ist das Wort Hand, schreibt sich ja JD. Eine intellektuelle Öffnung. Da steht eigentlich zuerst einmal, wenn ich jetzt da hier die 14 hinschreibe, okay, JD ist ja 14 als Wert. Mhm. Immer die Quersumme runter rationalisieren, kriegst du die 5. Mhm. Die 14 wieder reduziert, Quersumme ist 5. Das sind diese 5, die du siehst, die eigentlich eine Hand sind. Das ist eine göttliche Öffnung. Kannst du folgen? Ja. Hand heißt J, schreibt sich JD. Unter anderem, das ist natürlich hier im Spiegel, Bereich, Chat im Spiegel, ist das eine Kollektion. Aber das ist erst einmal einfach die Hand, das ist übrigens auch das Auf- und Abschwingen. Right? Und da hast du ja die 14 und die Quersumme 1, 4 ist ja wieder 5. Und das hast du im Hintergrund, schau, und das, was da wieder auftaucht. Ja. Du kommst aus dem System überhaupt nicht raus. Und jetzt ist es also so, wenn wir da das absteigen, schau das Bild nochmal an, dann haben wir 5 Kreise, die in dieser Perspektive nichts miteinander zu tun haben. Wenn ich jetzt die nächste Dimension dazu nehme, die tiefen Dimensionen, stelle ich fest, dass die eigentlich in eins zusammenlaufen. Und das ist jetzt das Gespräch, sogar bis in die 70er, ja. Dass das in eins zusammenläuft, habe ich aber nur, vergesse ich das. Ist das habe ich unabhängig voneinander existierende Erscheinungen, die aber aus einem und demselben Zentrum entspringen. Mhm. Siehst du, ist nur die Drehung. Die ersten konkreten theoretischen Ansätze reichen so. Da ist das Zentrum hier. Ja.
sogar bis in die 70er Jahre zurück. Ist das Sobald richtig? Ich jetzt aber da einen Schnitt bloß mache, Draufsichtkörperfläche hier, dann sind es unabhängig voneinander existierende Punkte. Der erste war Stephen Hawking. Und der hat gesagt, okay, gehen wir mal in die Nähe vom Ereignishorizont. Da muss es nach der Quantenphysik, der Quantenfluktuation geben. Wenn Sie ich würde mal gerne einen Vortrag halten mit Physikern, die offen sind für vollkommen neue Synthese, für Geist, für sich selbst. Und alles, was in den Büchern drinsteht, das, was fällt, und das vergleichen mit Holofeeling. Und dann wirst du feststellen, dass ich immer nur sagen kann, das stimmt alles, was drinsteht, nur die Vorstellungen, die du da aufbaust, was man dir erzählt hat an den Unis, dieses geistlose Nachgeäffe. Das ist das Problem, nicht das, was da drinsteht in den Büchern. In die Quantenphysik gehen, wenn Teilchen mit negativer Masse ins schwarze Loch fallen, dann verliert... Teilchen mit negativer Masse, das merkst du schon, das ist der Wurzelbegriff. Die arbeiten nur noch mit Positronen, mit Elektronen und Positronen, weil ich brauche ein negatives Teilchen. Das ist immer wieder die Gedanken, weil das eine gibt es nicht ohne das andere. Die Vakuumfluktuation, da geht er dann noch drauf ein. Aber die Schwierigkeit ist schlichtweg und einfach, die Wurzel von allem ist der Mittelpunkt und darum hat jeder Wurzelbegriff ein Plus-Minus-Ergebnis, was sie dann komplett wieder wegstreichen und sich wundern, wieso sie das nicht eins machen können. Weil wenn du das, was sich widerspricht, eins machst, wird es nichts. Es ist das, was es war, bevor es aufgetaucht ist. Das schwarze Loch an Masse, die Masse wird kleiner und die Teilchen mit positiver Energie gehen nach außen. Und das ist die sogenannte Hawking-Strahlung, die er postuliert hat. Und er hat gesagt, je mehr... Wenn Sie Quantenfluktuation in der Nähe vom Ereignis... Da haben wir schon die Quantenfluktuation. Dass aus dem absoluten Nichts ständig Teilchen entspringen, aber immer ein positives und ein negatives und wieder reinfallen. Und jetzt kommt die Sackgasse mit dem schwarzen Loch, mit dem Ereignishorizont. So halten die sich ihre Weltvorstellung da außen immer schön. Schön, da außen ist die Welt. Also alles, was wir jetzt erkennen, dass da außen keine Welt wäre, muss zwangsläufig verkehrt sein. Der Fehler muss an unserem Denken liegen, weil das Dogma, dass unabhängig von dir da außen eine Welt ist und schon da war, seit 13 Milliarden Jahren, seit dem Urknall, das wird nicht mehr in Frage gestellt. Und das ist das Gefängnis, wo du dich einsperrst. Natürlich du als Otto-Normalverbraucher nicht, aber die du dir ausdenkst, aber da du prinzipiell dein ganzes Allgemeinbildung auf diesem fehlerhaften Wissen basiert, auch wenn du da keine Ahnung davon hast, lebst du in diesem Gefängnis deiner Traumwelt. Horizont haben, dann müssen diese schwarzen Löcher im Laufe der Zeit ihre Masse immer weiter verlieren. Und das ist abhängig von der Masse. Bei diesen supermassiven schwarzen Löchern mit 10 auf 6 Sonnenmassen. Jetzt geht der ganze, es ist nur rezitiert, zeig's mir. Es ist berechnet. Aber er hat es nicht berechnet. Bring mir mal irgendjemanden, der als erster diese Rechnung aufgestellt hat. Weil du zitierst ja nur, der hat das entdeckt und der hat das entdeckt. Aber woher weißt du das? Weil dir das einer erzählt hat, der genauso nachplappert wie du. Du hängst in einen Zirkelschluss drin. Und selbst wenn wir uns jetzt den denken, der das als allererste berechnet hat, wie hat er das gemacht? Der sitzt da mit an der Formel und dann fällt ihm was ein, es taucht was in ihn auf. Das hat er doch von mir. Ja. Ich meine jetzt von Nico B. Es dürfte klar sein, dass ich die ganze Zeit nicht als Udo rede. Sollte so sein, ja. So, und jetzt lassen wir den, glaube ich, gut sein. Du merkst, da könnte ich jetzt es... Egal, was man Schwarzschildradius, eine harte Grenze, an der Materie aus unserem Universum verschwindet und nicht mehr zurückkehren. Aus deinem Universum verschwindet Materie in dem Augenblick, wo du es nicht mehr denkst. Alles, was du dir ausdenkst, wenn du ein träumender Geist bist, ist eine Gedankenwelt, die kommt aus dir und sie fällt wieder in dich rein, wenn du es nicht mehr denkst. Und das ist das Spiel des Lebens. Darum ist die einfachste Metapher der träumende Geist. Ich muss nur das erste und das zweite Gebot halten. Als träumender Geist kannst du dir kein Bild machen, weil ein ausgedachter träumender Geist kein träumender Geist ist. Er ist ein absolutes Nichts aus dem, was entspringt. Weil was ist ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Er als Ding an sich existiert er dann nicht. Und wenn er zum Träumen anfängt, existieren nur seine Informationen, die nach Wort sind, lateinisch in ihm drin sind, aber keine Formen sind. Information. Und wer das nicht begreift, ist extrem inkompetent. Der es nicht wahrhaben will. Man kann. Doch Hawking lehrt uns, dass ein Quant sehr wohl die Fronten wechseln kann.
Ja, das ist die andere Interpretation der Röntgenstrahlung, dass man Interpretation. Die andere Interpretation. Und jetzt ist die große Diskussion, da kann bloß eins davon stimmen. Okay, es gibt Teilchen, die müssen jetzt irgendeine Barriere überwinden, aber sie haben eigentlich nicht genügend Energie. Ich frage dich jetzt immer, was ist jetzt da? Der Weg in die Freiheit beginnt, dass du dir jeden Moment bewusst machst, was ist jetzt eigentlich da? Was ist da, wenn ich eine Zeitung lese? Ein Fetzen Papier mit Watte drauf. Und dann habe ich den Wechsel. Ich werfe die Watte reagieren und dann fängt an, in mir zu sprechen und das ist meine Stimme. Und ich mache aus den Stimmen, die aus den Worten, wo ich jetzt Geräusche mache, aus den optischen Bildern, auf meiner VR-Brille, aus der optischen Information, mache ich eine akustische Information, indem ich aus diesen Worten Geräusche erzeuge in meinem Kopf mit meiner eigenen Stimme. Und die wiederum mache ich dann zu Vorstellungen. Ja. Ein ständiger Wechsel, ein ständiges Umformen meines Geistes. Was natürlich jetzt schon wieder interessant ist, wenn ich sage, zuerst einmal ist die Zeitung da und der Leser, nicht einmal der Leser, weil die meiste Zeit denkst du nicht an den Leser. Meine berühmte Sache, wenn du einen spannenden Roman liest, existiert dann eigentlich der Leser, der ein Buch in der Hand hat und ständig umblättert? Das existiert doch auch nur, wenn du es denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Außer es ist was in dir drin, das zwanghaft ein Trockennasenaffe sein soll, ein sterblicher Enosch, ein sterbliches Säugetier und du nur darum kämpfst, möglichst lang, dass du diesen Körper nicht verlierst, der eigentlich dein Gefängnis ist. Das ist jetzt in Corona-Zeiten. Wir haben zwei Orden. Wir haben Leute, denen geht das Corona am Arsch vorbei. Und wir haben welche, die totalen Befürworter. Die Grundfehde ist eine panische Angst, diesen Körper zu verlieren. Dass ja nichts an den heiligen Körper hinkommt. Es gibt keinen heiligen Körper. Es gibt einen Fleischklops, der vergänglich ist. Das war in dem Moment, wo du nicht mehr denkst. Weißt du, und das so Sätze, wenn ich als Udo sage, wenn sich dein Körper auflöst, das kriegst du gar nicht mit. Das Problem ist, dass er sich immer wieder wiederholt. Was ist die Ursache? Weil du in einem tiefen Glauben bist, dass du der bist. Darum gebe ich dir den immer wieder zurück, wenn du willst, bis in alle Ewigkeit, glaub es mir. Mit allem, was dazugehört. Zu schaffen. Und in der Quantenphysik geht das eben. Sie können Teilchen haben, ein Elektron mit einer bestimmten kinetischen Energie, was vor einem Potenzialberg steht, der riesig ist. Und Bewegungsenergie, was ist Bewegungsenergie, wenn es bloß hier und jetzt gibt? Eine totale Synchronizität, wenn ich immer wieder sage, das Kreisen, wenn du das verstehst. Wenn die Grundlagen da sind in der Physik, ist das irre, dass ich auf der anderen Seite mir zeige, dass die ganzen Formen stimmen. Da kommen jetzt dann einige, wo sie was hinzufügen, um das synchron zu halten. Das wird dann hinten hinaus wird es sehr, sehr spaßig. Dass die Quantenmechanik da überall dazu. Kurz über die Theorie von Walter Greiner und Peter. Ja. Unser Rainer ist da. Der geistige Spiegel. Der zu flackern anfängt, NR. Ja. Der geistige Spiegel, der zum Flackern anfängt. Ganz spaßig, was der Hess sprechen. Die gehört auch in dieses Thema der Anpassung der Vorgänge am Schwarz. Also genau. Nomen ist Omen. Doppelt aufgespanntes Nichts wird zu einer Reihe, zu einer Spiegelwahrnehmung. W-Al, TR. Mhm. Dann fängt es in dieser TR, in dieser Reihe zu alternieren an. Das ist der Walter. Das ist unser geistiger Spiegel, der zu flackern anfängt, NR. Ich muss es nicht eingeben. Habe ich schon oft gemacht. Schildradius. Auslöser sind Erkenntnisse aus der Kernphysik, die die beiden Schwerionenforscher auf die Gravitationstheorie angewandt haben. In jenem Fall, in dem Atome ja auch extrem dicht... Ganz, ganz toll. Siehst du es? Ein BSE-Udo-Komplex ist es. Das ist die Generalrelativität. Was ist der BSE-Udo-Komplex? Gibt es jetzt viele Möglichkeiten? Ich weise darauf hin, dass ich in letzter Zeit immer definitiv das S als 60 setze. Da gibt es natürlich andere Möglichkeiten auch. BSE. Das ist das erste Mal eine Handvoll. Da haben wir wieder HND. Wir sind bei unserer J. Das ist die aus B, aus dem Spiegel, aus dem im Spiegel heraus. Generierte Fülle. Ja. Das ist der affine Order. Mhm. Im Zentrum. Jetzt brauchen wir dann die 365 Tage. Die sind ganz, ganz interessant. Da kannst du in die Holoarithmetik reingehen. Wir können natürlich jetzt, und das wird wesentlich interessanter, wir können jetzt natürlich das S, ich nehme immer die 60, weil ich sage, es gibt viele Möglichkeiten, wir können da Facetten draus machen.
Das ist ja auch das Sein, die sieben. Okay, jetzt wird es interessant, weil jetzt kriegst du die Phasen. Mhm. Die Phasen sind die Schritte, wenn man Blickwinkel aus einem Einheitskreis heraustragen und in eine chronologische Reihenfolge stellen, das Wort Phase. Wir setzen einmal das P für die göttliche Weisheit und dann kriegst du den Hase. Mhm. Das ist das, ja, was ich hinträumen, das Wachträumen, das Fantasieren. Das Ganze passiert übrigens in den ZEB. Ja, ZB. In dem Test Udo. Das nennt man übrigens dann auch ein Deckeltier. Ja, Udo. Ja. Wieso hast du das Deckeltier? Weil mir jetzt ein bedeckter Wagen, das ist im Ding heißt es ja Deckeltier, die Schildkröte, das ist immer, jetzt kriegst du das Eck. Doppelt aufgespanntes Agen, Agen. Das Agen können wir jetzt noch schauen. Und das Shin-Ilet, das heißt im Logos des Kindes, Karöde, Rot, haben wir so oft gesagt. Mhm, ja. Und dann kriegst du hier irgendwie den Kern, wo so eine Halbkugel wieder drauf ist. Das ist der mystische dritte Adam. Und da passiert dieses BSE. Und das ist doch nochmal, dass du es wirklich, dieses, die Schildkröte, ist zuerst einmal auf Lateinisch der Test Udo. Ja. Okay? Und das ist, diese Phase von Udo ist ein Komplex der generalen Relativität. Mhm. Gepackt sind, nämlich am Ereignishorizont. Die werden zusammengepackt. Ich hatte Gelegenheit, mit Walter Greiner vor wenigen Jahren noch ausführlich zu sprechen. Er hat mir in diesem Interview mit großem Enthusiasmus über seine theoretischen Überlegungen berichtet. Jurin sind immer Sichtweisen. Wer interessiert sich für die Praxis? Da musst du gar nicht überlegen, die Kategorie 3 Fragen heißt schlichtweg und einfach, warum ist das jetzt? Ganz einfach, weil ich es denke. Und wo befindet sich das? Hier in meinem Kopf. Und wann denke ich das? Jetzt. Alle Fragen beantwortet. Ja. Das ist das Schöne an diesem Konzept. Das könnte ich dann noch so schön sagen. Normalerweise sage ich 6 Sätzen oder da müsste ich dann sagen 1S Sätzen. Das ist hier und jetzt, das nicht existierende Bewusstsein. Wir sind eins. Ist, dass es ausschließlich im Nahbereich von schwarzen Löchern wirkt, sonst aber alles beim Alten bleibt. Können Sie uns etwas genauer erklären, was die beiden da mit der Gravitation jetzt, im Momentum tendieren? Das schiebe ich jetzt noch. Jetzt merkst du, was die machen, wenn sie was nicht hinkriegen. Dann wird wieder einer ausgedacht und dann weiß er genau, weil er gelernt hat, der hat dann das und das gemacht, um das richtig zu stellen. Gemacht haben. In diesen Einsteinschen Gleichungen gibt es einen sogenannten Energie-Momentum-Tensor. Und dieser Energie-Momentum-Tensor ist der Momentum-Tensor. Mom ist immer das, was fällt. Das, was fällt, ist die Fle, das Wunder in Ecken, FL, die Facettenlichter in Ecken. Das ist hier dieses PLFL, ein Wissen, ein gewusstes Licht, eine Facette, ist immer ein persönlich limitiertes Licht. Und das ist interessant, wenn wir jetzt das so anfangen, wenn du hier ein FL, eine Facette von Licht wahrnimmst, das ist unser Fle. Ja. Kriegst du hier jetzt erst einmal ein Entlausen, ein Außen, siehst du das? Mhm. Unterschiedlich behandelt. Was aber hier ganz, ganz, wenn wir hier dieses Aus, sondern ausgewählt heißt es auch, Bella wird dann das Wunder, und wenn wir hier ein Ender vorsetzen, ein existierendes, wissendes Licht, dann kriegst, ja, du das Geborenwerden, das Gebären, den Blindgänger und den Versorger und die Fehlgeburten. Ein geistloser Schwätzer, geistlos nachgeimpftes, selektiertes Wissen ist das Gegenteil von allumfassender absoluter Weisheit. Das ist übrigens, man nennt es in der Psychologie so, das sind jetzt die Blindgänger, die Fehlgeburten, die Versorger, die fortfallen, sich fallen lassen, in irgendeinen Glauben reinfallen lassen, das ist wie wenn du dich in ein Gefängnis reinfallen lässt. Jetzt pass auf, was er jetzt da macht. Ist in der Theorie von Hess und Greiner erweitert worden mit einer sogenannten Abstoßungskraft. Die jetzt erkläre wieder, was die dann in der Formel gemacht haben. Das ist übrigens ein Sigma. Ja. Das ist eine Abstoßungskraft. Da könnte ich jetzt wieder unsere Raumzeit dran machen. Die da mathematisch hinzugefügt wurde. Und diese Abstoßung verhindert, dass die Materie im Zentrum auf R gleich 0 mit unendlich hoher Dichte
zusammenfallen. Das darf überhaupt nicht sein, weil Materie im Universum würde im Zentrum, im absoluten Zentrum, diese unendlich viele Materie würde auf Null gesetzt mit einer unendlich hohen Dichte. Und dann hat man dort das einfach eingeführt, dass das S da ausmacht. Und Kleiner erweitert worden mit einer sogenannten Abstoßungskraft, die da mathematisch hinzugefügt wurde. Und diese Abstoßung verhindert, dass die Materie im Zentrum auf R gleich Null mit unendlich hoher Dichte zusammenfällt. R, der Kopf des Schöpfergottes, ist gleich Null mit einer unendlich hohen Dichte. Ja. Ein geschlossenes Ich kann ich jetzt das Dich lesen. Okay? Ja. Samich haben wir natürlich jetzt mal wieder die Sache, wenn ich hier das Samich, wenn ich das Sigma mit dem Samich gleichsetze, was in den, wenn du synchron laufen lässt, wird es aber ein anderer Wert. Dann kriegst du eben das absolute Bewusstsein. Da hast du eine unendlich hohe Dichte. Und das Dich ist ja immer dieses geschlossene Ich. Gibt es nicht. Geschlossen, immer göttlich, kollektiv. Wenn wir jetzt ein blaues Dicht draus machen, dann kriegst du an der Oberfläche geöffnet, ist eine intellektuelle Kollektion. Und das sind jetzt unsere 22 Zeichen. Und die nehmen wir dann Gestalten an, und zwar Atma Schwert ist im Kopf, Rosh. Ja. Aber wir müssen das erweitern auf 28. Die Reihenfolge, das hat alles einen ganz, ganz tiefen Sinn. Aber du merkst jetzt, was ich meine, dass da immer wieder was dazu macht in den die Phase, nochmal, die Phase im Udo-Komplex ist eine ständige Umformung des geistigen Reih, des geistigen Spiegeln, der zum Flackern anfängt. Ja, das ist ja im Prinzip, Udo, das ist stochastische Mathematik. Ne? Die biegen sich das so zurecht, dass es in das ihre ist Logik... Deine Logik, du machst doch dein Leben nichts anders. Jeder normale Mensch biegt sich alles so zurecht, dass er zumindest mit seiner Logik dann urteilen kann, das stimmt oder das stimmt nicht. Und wenn er dann weiß, was Sache ist, stimmt's oder stimmt's nicht? Die Kategorie 2 Fragen sind extrem trügerisch. Es ist die Frage, ist jetzt ein Welcher Berg oder Dahl? Wenn du das einmal gecheckt hast, dass jegliche Form von Diskussion um eine, das Intronisieren wollen einer einseitigen Standpunktes, eine Selbstentheiligung darstellt, dann bist du in einer geistigen Entwicklung einen ganzen Schritt weiter. Ich, wie das, was man in der Kernphysik hat, beim sogenannten Yukawa-Potenzial. Sie können also diese Atomkerne, die Teilchen in den Atomkern nicht beliebig dicht packen, weil die Dichte... Merkst du, was der dir erzählt? Er kann alles, was er dir erzählt, wenn wir jetzt normal, menschlich, bröslich denken, er zitiert einfach ein Wissen, das erste Programm, das ein Computer kriegt, wird zum Vergleichsmaßstab für alles, was neu auftaucht. Und das ist das Gefängnis. Ob das ein religiöser Glaube ist, egal was es ist. Und dann wird nur arrogant diskutiert um Standpunkte, taucht jetzt in ihm, also in dem Geist, der mit dem Programm arbeitet, in seinem Traum eine andere Brösel auf, der ihm was anderes erzählt, dann will er das ausdiskutieren und das kann ja bloß eins davon richtig sein. Das, glaube ich, können wir jetzt abbrechen. Ja. Wir können da, das ist wesentlich geistreicher, da wird dir erklärt, wenn du da mitgehst und dich beobachtest, was du denkst, was dir hier eigentlich erzählt wird, bei einer Illusion. Und das ist jetzt immer hier ganz schlichtweg, dass ich sage, wenn du jetzt alleine bist und du machst sowas auf, dann wirst du merken, Halluzinationen, da haben wir, den sagst du mal, Herr Alt, den Gott, die Luzi, so wie ich es jetzt hier schreibe, die Luzifernationen, kommt aus dem Lateinischen, aus einer Träumerei heraus. Und dann, interessante Illusion ist nochmal im engeren Sinn, ist eine Illusion, eine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit. Das wirkende Licht bist du selber und Ka'ait heißt wie buchstabiert. Wir wissen das, hebraisiert. In einem weiteren Wortsinn werden auch Interpretationen, Urteile als Illusionen bezeichnet. Falsche Interpretationen und Urteile sind Illusionen. Das ist jegliche Form von einseitiger Auslegung. Und diesen Satz lies ihn dir 100-mal durch. Ja. Bei einer Illusion hingegen wird ein, das ist übrigens der Originaltext, kann sein, dass er jetzt etwas abweicht, müsst man lesen. Können wir mal spaßhalberweise machen. In der physischen Sprachsprache wird unter Illusion eine Sinnestäuschung verstanden, in Fällen, in denen der Wahrnehmung wirklich vorhanden ist oder etwas anderes erlebt wird, doch ist nur ziemlich derselbe Text, weil das wird ja immer wieder mal umgeändert. Bis dato.
Wird ein real vorhandener Sachverhalt verändert wahrgenommen? Ein tatsächlich vorhandener, feststehender Gegenstand scheint sich zu bewegen. Schau mal um das kleine Bild an. Schau dir, wenn du auf dem Monitor platzt. Oder in irregulären Mustern werden scheinbar Gesichter erkannt. Was passiert, wenn du auf eine Zeitung schaust? Das sind kleine Farbspritzer drauf. Wenn du auf einen Monitor schaust, sind kleine Lämpchen. Mehr ist nicht. Und du siehst scheinbar Gesichter. Du siehst Bewegung beim Fußballspiel. Du siehst Fußballer, du siehst Bälle, du siehst Gras. Ihr Menschen, die außen zu leben, glaubt, ihr lebt, seht laufen, sagen die überhaupt nicht, seht. Das heißt ja, dass ich zu 99,3% in einer Illusion lebe. Das ist richtig. Alles. Richtig, das ist die erste Erkenntnis, die dich wach macht. Und da gibt es nichts, wenn jetzt einer diskutieren will, will er nicht wach werden oder er demonstriere diese Figur, demonstriere die absolute Geistlosigkeit. Du bist der Geist, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt und du hast es zu erkennen. Du bist der Einzige, der das im Traum erkennen kann. Niemals irgendeine Figur, außer eine Figur, die erkennt, dass sie selber Geist ist. Ja, das ist es, genau. Was passiert, wenn ich als unbewusster Mensch, das heißt ich, blaues Ich, Mensch, Person, eine Zeitung lese oder auf einem Fernseher- oder Computermonitor glotze, egal. Nehme ich unbewusster Mensch dann diesen real vorhandenen Sachverhalt genauso wahr, wie er wirklich ist? Nein, ich nehme ihn verändert wahr. Ich unbewusster Mensch glaube nämlich dämlich, dass sich in bzw. auf diesen feststehenden Gegenstand irgendetwas zu bewegen scheint. Wenn dich auf einem Monitor glotzt, stimmt oder stimmt? Fakt ist jedoch, auf einem Fernseher-Monitor bewegt sich nichts. Auch nur einen Millimeter von der Stelle. Er besteht bewusst betrachtet nur aus völlig unbeweglichen flackernden Lämpchen. Das ist das Einzige, was ich dir von dir fordere. Nicht, dass du irgendwas auswendig lernst, sondern du bist Geist von meinem Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Und ich wünsche mir für dich, dass du jeden Moment, wenn du dir was ausdenkst, wenn was in dir auftaucht als träumender Geist, dass du dir bewusst machst, was jetzt wirklich da ist. Eine Lautsprecherstimme, ein Monitor. Wenn du sinnlich wahrnimmst, ist es auf deiner Vorbrille. Es ist kein Unterschied. Du gehst nur in die vier Stufen der Vergessenheit. Ich unbewusster Mensch sehe jedoch in den irregulären Mustern dieser flackernden Lämpchen scheinbare Gesichter und reale Gegenstände. Auf dem Monitor, auf dem Fernseher, wie auch auf meinen Augen. Sprich auf meiner Vorbrille, von der ich bis dato vor Holofeeling nichts gewusst habe. Die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden sind. Wenn überhaupt, sind sie meine Informationen. Vor mir sind die sowieso nicht. Und dann doch wieder HAND auf- und abschwingen. Die Gedankenwellen, Sinusöffnungen sind. Wie war das bei dem Sinn? Vorhergehen und nachfolgen in der Welle ist gleichzeitig da. Nämlich in den vier Phasen des Einheitskreises. Das ist vorher und nachher gibt es da nicht. Und was passiert, wenn ich unbewusster Mensch eine Zeitung lese? Sehe ich, was de facto hier und jetzt ausgedacht da ist? Ich bewusster Geist sehe völlig statische Buchstaben. Ein Fetzen Papier, wo Farbe draufgespritzt ist. Jedoch als unbewusstes Ich sehe ich nicht das, was wirklich da ist, sondern ich sehe scheinbare Gesichter und reale Gegenstände. Ich sehe bewegend reale Geschichten, wenn ich einen Artikel lesen tue, in mir, den ich in Bewegung setze, in mir selbst. Obwohl da nur Worte da sind, wenn ich ein Märchen lese oder einen Roman. Nämlich die, die ich unbewusst aus diesen irregulären Singularität, dieser völlig statischen Buchstaben meist nur einseitig logisch interpretiert herauslese. Und diese Geschichten verwirkliche ich aufgrund meines Glaubens unbewusst in mir selbst. Ich sehe scheinbare Gesichter, reale Gegenstände und bewegende Geschichten. Beim Betrachten der Worte in Zeitungs- und Geschichtsbüchern, jetzt haben wir wieder zwei Seiten, und beim Betrachten der Worte in Märchenbüchern und fiktiven Romanen. Ja. Aber du machst einen riesen Unterschied in der Definition, ist jetzt das, was ich habe, ein Geschichtsbuch, ein wissenschaftliches Roman oder ist es ein Roman oder ein Märchen? Bei den Märchengeschichten ist selbst einer geistigen Schlafmütze bewusst, dass die aus Märchenbüchern generierten, bewegten Geschichten und Menschen und Dinge nur hier und jetzt im eigenen Kopf existieren, wenn an sie gedacht wird, mein Schneewittchen-Beispiel. Mhm. Aber wie sieht es aus, wenn du plötzlich ein Geschichtsbuch liest über einen Hitler? Ja. Ist das nicht krank? Ja, es ist krank. Ist das doof? Ist das nicht blöd? Ja, das ist es nicht unendlich geistlos? Ja, auch.
Und dann geht es ja nicht, dann rutscht das schon wieder weg. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Ja. Wie oft muss ich das in dir noch wiederholen? Wie oft musst du das noch wiederholen, bis du das wirklich einmal jeden Moment dir bewusst machst? Du merkst, es geht hier überhaupt nicht um Wissen. Ja. Es geht um Bewusstsein. Alles dreht sich um das Bewusstsein, das wir selbst sind. Du nicht, kein anderer. Andere ist AND. Das sind die anderen. Und ich meine jetzt natürlich nicht den Holger und den Udo. Ich meine mich, OB, rot geschrieben und dich, Geistesfunk, der du dir jetzt dieses Gespräch anhörst. Und immer wieder diese Wiederholung und jetzt nochmal die Physik, wirklich geistreiche Physik. Man muss es immer wieder hören. Jetzt wirst du feststellen, sobald du das auf deiner Brösel-Ebene jemandem erklären willst, dass um dich herum wirklich keine unabhängig von dir existierenden Geistesfunk sind, der muss im tiefsten Innern so denken und empfinden und dieselbe Neugier haben wie du. Ja. Sind ganz wenige. Ich sage mal meine berühmten 100 Affen. Aber sie wachsen. Sie werden im Meer mehr ein S. Schön. Sie werden in UB 86 LHJ im Meer immer mehr eins. Ein nicht existierendes Bewusstsein. Dass ich letztendlich selbst bin. Ich und meine Geistesform. So, jetzt lassen wir es gut sein. Bis gleich.